They are saying they are killing us. They are killing us. Yeah. Oh. They are killing us. And dragons. Dragon in the end. Oh. Just like a man. Von Micha und Micha. Kill with Gothic. Die, die, die. Kill with Micha. Alias Tomb of Giants. Tomb of Giants. Alter Schwede. Was macht ihr für eine geile Show? Ja, keine Angst. Normalerweise bin ich ja nicht dabei hier bei der Band. Normalerweise sind die natürlich geiler. Ja? Ja. Das war schon also sehr nice. Vielen Dank, Tim. Du hast mega abgeliefert. Eben schon, jetzt noch schon wieder. Ich finde, für die erste Probe, die ihr gerade im Grunde live zusammen gemacht habt, war das echt nicht schlecht so. Ja, danke. Und das von so einem Kenner. Ja. Leute, schön, dass ihr, ich muss das mal verschnaufen und die Mütze wechseln. Ich bin auch ganz perplex jetzt. Schön, dass ihr alle da seid. Ist meine Haarlinie glatt runtergerutscht. Deine Haare sind schön. Wir haben nicht nur hier, wie gesagt, Tomb of Giants featuring Tim. Hey. Hey. Featuring Manowar. Nein, wir haben auch feiste Gäste aus dem Hause, möchtest du es vorenden? Wir haben Experten da, wir haben fabelhafte Gäste da, Legenden der Programmierkunst aus Germany. Darf ich vorstellen, Björn Pankratz und Harald Iken. Hallo, hallo. Piraten! Yes! Ihr geilen Boys! Schön, dass ihr da seid. Auch ein High Five von mir. Das macht man nicht ja so. Ja, hier. Ja, ihr könnt! Ihr kriegt auch Explosionen. Hey. Wo sind die Explosionen? Wo sind die Fassbassensteine? Leute, wir haben heute richtig was vor. Wisst ihr das? Wir haben richtig was vor. Wir haben eigentlich nur noch Bosse zu legen heute. Also heute ist wirklich Chefarbeit angesagt. Wir haben wirklich keine miesen Orks mehr. Nur noch Drachen und tote Drachen, ja. Und alte Oppas, die uns echt mal fies ans Bein gepinkelt haben und die endlich ihre Abrechnung kriegen. Zum Beispiel Erol. Zum Beispiel Erol. Fuck, ich hab's gesagt. Ja, vielleicht auch Erol. Vielleicht töten wir sogar Erol und vielleicht werde ich dafür einen fucking Stock nehmen und nicht die Glaubelias, weil ich's kann. Damit weil ich Stärke dauert. 170 habe. Vielleicht werde ich auch die Transmaschine auf Erol richten und dann wird er blind. Ja, wir werden, vielleicht schmeißen wir ihn von der Brücke runter oder so, keine Ahnung. Wir werden ihn quälen. Ja. Wir werden ihn quälen, er wird einen schweren, einen leidenden Tod sterben. Und mal schauen, was wir dann mit seinem Kadaver machen. Pass auf, bevor wir das aber machen, haben wir natürlich das Spiel vor uns. Bevor wir aber dieses Spiel spielen, haben wir noch eine tolle Aktion geplant. Und zwar haben die netten Herren zu meiner Linken ein kleines Präsent mitgebracht, ja? Ein kleines Gastgeschenk. Harry, Björn, seid ihr so nett? Wollt ihr mal zeigen, was ihr hier vorbereitet habt? Ja, das gerne. Liegt da in der Kiste. Tim, kannst du mal helfen hier?
ganz. Nice! Guckt jetzt an. So, ja. Hier, Gothic 2. Neue Game. Unterschrieben neue von Game. Allen. Das ist das neue Game. Ja, genau. Ganz neu. Ja, total neu. Und ja, da haben alle unterschrieben und ja, das gilt jetzt unter die Leute zu. Die ganzen Piranha-Bytes haben da quasi drauf. Jawohl. Ja, die haben da alle drauf gejizzt. Okay, wie geil ist das? Jetzt, drauf gejizzt? Jetzt auch ein okay, es steigt im Wert. Es steigt im Wert. Es steigt wirklich im Wert. Pass auf, ja. darf ich das auch mal anfassen, ganz kurz? Hier, alle haben unterschrieben. Harry. Mhm. Unter anderem. So, sehr, sehr gut. Wir haben uns gedacht, das kann nicht alles sein. Das kann auch nicht alles sein. Es kommt noch was oben drauf. Das ist unglaublich. Und Cory wird es jetzt in die Kamera halten, denn es ist natürlich unfassbar groß. Gibt es noch ein tolles Geschenk im Wert von 25 Euro? Es ist keine Verarsche. Nein, dieses Geschenk ist wirklich 25 Euro wert. Und nicht weniger. Guck und ihr kriegt an. Es bei uns. Umsonst. Du hältst es falsch rum in die Kamera. Überhaupt nicht. Hä? Jetzt drehst du verdammt. Es ist richtig rum. Das sieht okay, so unfassbar alles gut klar. aus. Guck dir das dumm. An. Und jetzt, das unterschreiben wir noch, gleich im Verlauf der Show. Okay. Das packen wir da rein. Wir ja. haben diese geile CD von den ganzen Boys hier unterschrieben. Und was wollen wir dafür? Wir wollen eine Kleinigkeit von euch. Wir wollen eine Kleinigkeit. Also ihr habt schon eine Sendung gebracht. Letztes Mal haben wir euch aufgefordert, stellt den E-Roll, die E-Roll-Schmach quasi nach, wie der Typ, der alte Opa uns schandhaft in den Rücken geprügelt hat. In einem Gespräch, macht man nicht. Dafür ist er unser Erzfeind geworden. Stellt es nach. Wir haben den Skill-Level ein bisschen runtergetrieben. Ihr dürft jetzt jeden Gothic-Dialog einfach nachstellen, um es euch einfacher zu machen. Und ihr dürft sogar, nee, was, also wie ihr es macht, ist Gothic 1, 2, 3 ist mir doch pissegal. Ja. Hauptsache es wird geil, okay? Und dann, ist echt egal. Und dann lösen wir es auch gleich auf. Ja. Also ihr habt jetzt so ungefähr, weiß nicht, ich sage ein Stündchen, ne? Also ran an die Geräte, ja. trainieren, Dialoge lernen und performen. Und dann hauen wir das hier raus. Und wir sind die Jury und wir sind richtig dreckig und gemein. Und wenn das nicht geil ist, dann sagen wir das auch. Aber voten tut die Community, das heißt, ihr dürft entscheiden, wer gewinnt. Ja, und wie gesagt, Neuvertonen von Spielszenen ist drin. Ihr dürft es auch nachschauspielern, wenn ihr wollt. Ey, keine Ahnung. Wir haben keine besonderen Ansprüche, was das angeht. Hashtag Gothic 2 natürlich, da packt man das Ganze drunter. Oder ich glaube, bei Facebook haben wir so einen kleinen Post oder so. Da kann man auch so einen YouTube-Clip da runterhauen. Und hier Hashtag Gothic 2, Hashtag RBTV. Heute mal ohne Piranha Bytes, ne? Weiß ich nicht. Könnt ihr auch mal, ist mir egal. Telefon, wie ihr wollt, ist egal. Gruß an Timo in der Regie, kann man nicht sehen. Und die ganzen feisten Boys, ist möglich. Da feiern sie und da stehen sie. Und da wird hinten noch, weiß ich nicht, was sie da machen. Ja, feiert euch. Alles gut. Ich würde sagen. Hey! Ich guck mal in den Chat so langsam. Aber ich setz mal den Helm hier ab, ey. Ja, willst du absetzen? Ich schwitz richtig hart da drunter. Meine Nase wird zerdrückt. Die schöne, lange Nase wird immer platter. Ah! Ui! Bierchen, fast umgekippt. Nee, ist mir doch egal. So, okay, was machen wir heute zuerst? Willst du kurz einen Recap machen? Soll ich einen Recap machen? Ganz haben wir kurz. Hall? Ohne Hall, nicht, Felix, kein Recap. Felix, kannst du dem Dr. Reinke... Ja, wieso Doktor? Du bist jetzt Doktor, weil du unter dem Gott sitzt. Okay, Doktor das ist Erklärung Silke. Genug, ja. Ja, ja das klingt das scheint runter auf dich. Alles klar, ich bin auch Sohn vom Arzt. Exakt. Also, Recap von meiner Seite jetzt mit Hall. Bitteschön. Ich kann es nicht hören, aber ich vertraue darauf, dass ich klinge, wie als würde ich in Helmsklamm einen Monolog halten. Oder die... Egal, okay. So, wir haben das letzte Mal ein komisches Schalterrätsel, was fantastisch programmiert ist übrigens, gelöst, fast gelöst und stehen, glaube ich, kurz vorm Endboss. Wir sind uns nicht ganz darüber im Klaren, wie weit der Endboss noch weg ist, aber er ist nicht weit weg. Er ist quasi, ich würde sagen, drei Kammern weiter oder so. Ist dieser fiese alte schändliche, halbverrottete, tote Drache, steht da, wartet. Wir wissen immer noch nicht genau, warum er so sauer auf uns ist, warum er uns diese ganze Scheiße eingebaut hat. Das haben wir im Laufe des Spiels nicht herausfinden können. Aber er hat seine Brüder vorgeschickt, die haben wir alle gelegt. Feuerdrache, Eisdrache, Sumpfdrache und... Der Bruder vom Feuerdrache. Das war ja wohl eine Überraschung. Was war das für ein Ding? Auf einmal ist er da. Alter. So, die haben wir alle gelegt. Wir haben die ganzen Orks alle plattgehauen. Wir haben die Burg geplündert. Wir haben eigentlich alles gelegt, was noch alles bleibt. Wirklich nur noch der verschimmelte Obermotz. Und nach dem Obermotz kommt natürlich noch der noch verschimmeltere alte Wutrentner Erol. Aber das kommt später. Jetzt konzentrieren wir uns voll auf den Erzdrachen, dessen Namen ich nicht kenne. Aber ich brauch's nicht wissen. Ich hau ihn um. So. Auf Tarsenschniedel! Yes, das ist schön. Seid ihr stolz auf uns, Freunde? Aber super. Ja? Mega ja, stolz. Mega stolz, super. Ja, alles klar. Der Sergeant, der, ich glaube, der geht jetzt richtig steil. Das läuft bei euch. Okay. Schön, dass ihr alle da seid. Wir gehen wieder ins Spiel. Wir wollen was schaffen. Wir haben eine Mission. Okay. Okay. Ich kann nur noch gehen. Ich weiß nicht, wie die laufen kann. Caps Lock. Das war kein Scheiß.
Okay. Ja, hier. Björn Pankras, Björn fucking Pankras hat mir gerade geholfen, wie die Sprint-Taste funktioniert. Das habe ich das ganze Display nicht herausgefunden. Scheiße, nochmal nur auf Shift gedrückt, weißt du? Ja, das ist beeindruckend. Ja. Nice, ein Macher, endlich geht das hier vorwärts. Ein Macher. Läuft. Ich hätte dich vorher gebraucht. Okay, jetzt habe ich mich so oft im Kreis gedreht und weiß nicht mehr, wo ich hingehen soll. Pass auf, ich weiß es noch ganz grob. Wir haben diese Säule, vor der du gerade stehst, aus dem Boden mit unserer Superkraft hochgefahren. Genau, und es gibt noch eine Säule, glaube ich. Genau, wir waren jetzt auf den oberen Etagen und da weißt du noch, war der Zeitdruck. Zeitdruck war immens und wir haben es nicht geschafft. Mhm. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch nach unten. Nach unten müssen wir, meinst du? Es gibt die blauen und roten Fackeln, das weiß ich. Okay, dann renne ich jetzt mal hier runter in den Keller und ich schau mal, ob da wieder so ein paar Untote rauskommen. Ich habe mir vorgenommen, auch wenn wir jetzt hier die beiden Entwickler Dudes hier haben, ich werde keine Frage über Rätsel oder so stellen, denn nur wir werden wissen, wie man das lösen kann. Ja, ja, du weißt es natürlich. Oh, wow, wow. Ich glaube, hier sind wir richtig. Alter. Hier sind es auf jeden Fall Leute, die uns aufhalten wollen. Und jetzt werden die Chefentwickler zusehen, wie ich ihre Kreaturen, die sie mit Liebe geschmiedet haben, vernichte. Das wäre es kein Elite-Ork. Das nennt ihr Elite? Was soll das hier? Die selbsternannte Ork-Elite, ja? Mann, ist das erbärmlich. Natürlich. Mann, zack, kriegt er auf die... Der Reinkorbel straft, meine Damen und Herren. Und da kann man doch nur lachen, oder wenn nicht? Wenn das die Elite sein soll, dann ist das Ork am Ende und auch der untote Drache. Naja, ihr habt euch auch schon gestärkt ohne Ende. Da muss man ja auch dazu sagen. Ja? Nein, danke. Das hätte ich auch mit deinem... Stopp. Danke, Björn. Ein wahrer Fan des Hauses. Ja. Naja, der Ochs ist schon an dem Ding ein Jahr rum. Ich meine, da muss auch so langsam mal was bei rumkommen. Das war wiederum eine Beleidigung. In diesem Let's Play ist solches... Solche Worte sind verboten, du darfst mich nur loben. So belohnen, deswegen haben wir euch eingeladen. Nebeltaste drücken. Nebeltaste, oh, geil. Jetzt machen wir ein bisschen Nebel rein. Hau rein, ja. Nebel von Björn, nur das geile Zeug für euch, Freunde. Sumpfkraut for 20 Mode. Das reicht, Björn, dankeschön. Machst du viel Spaß? Ja, hau raus. Oh, Scheiße, ey. Ben, wir zugeguckst dir. Ja. Die ist schon zugeguckt. Scheiße, ich hab nichts abbekommen. Wo ist denn die Health Bar? Man kann die Health Bar gar nicht sehen hier. Die Gesundheitsanzeige im Da sind die Bananen davor. Genau. Oh ja, das ist irgendwie ein bisschen aufgezogen, wa? Achtung, naja. Die Spannung muss steigen. Man muss natürlich sehen, wie viel Lebensenergie wir haben. Wir müssen das Bild im Bild nach rechts verschieben, falls es möglich ist. Oder einfach mit modernster Technik. Ja. Die machen das schon. Okay, wo laufe ich hin? Ihr müsst mich anleiten. Und wir beruhigen uns wieder. Okay. Wir laufen nach unten. Blaues Licht. Blaues Licht. Da ist noch immer noch der Ork-Schamane. Und er weiß nichts von seinem Tod. Ja. Voodoo-Magie hilft ihm stark zu werden und hat ihm hierbei nicht geholfen. Ey, der wollte nur eine Suppe kochen. Ja. Nee, wir haben die Anzeige an. Also wir haben unten die Health Bar, sehen wir, in unserem Ingame. Ich aber nicht. Oh, das ist ja interessant. Das ist ja abgefahren. Ach, das ist ja abgefahren. Wir haben sie hier. Vielleicht kann man ja was Schönes machen. Geht aber bei euch fehlt auch ein Stück vom Arsch. Also ihr habt offenbar zu weit reingezoomt. Ach, tatsächlich. Ihr habt nicht das ganze Bild. Ja, ihr müsst da noch mal ein bisschen rein. Ja, müsst ihr noch mal. Sekunde! So, solange mache ich ein bisschen andere Mucke an. Okay, wir sind hier trotzdem falsch. Warte ganz kurz, ja? Okay. Pass auf, ich hab was anderes vorbereitet für dich. Nur einen Track mitgebracht. Der hier. Wer hat die dicken Eier? Alles klar. Der Reinko hat die dicken Eier. Björn hat die dicken Eier. Harry hat die dicken Eier. Hat auch Manowar die dicken Eier? Yes! Alle haben die dicken Eier hier bei Gothic 2. Oh, Harry, ey. Ich bin Gothic 2 hier im Keller. Was geht mit dir ab? Ich dreh jetzt den Plattenteller. Ah, yeah, wer spielt dieses Spiel schneller? Niemand, es ist Micha und Micha, die kleinen Stricher. Und Digga, Schluss. Was geht denn? Yes! Geil. Und da ist die Health Bar, meine Damen und Herren. Eine blinde Aktionsaktion. Sehr schön. Applaus. Wir feiern uns den ganzen Tag selber hier. Merkt ihr, das ist geil? Ja. Arbeitet ihr auch so? Ja. Nice. Ja. Sehr gut. Arbeiten. Okay, verstehe. So, und nochmal die Frage, wo muss ich hin? Ich renne jetzt noch weiter runter. Ja, ja. Weil ich sonst, also hier brennt es auch blau, aber langsam bin ich überfragt. Einmal gucken, bitte. Ja, so, da war vorher noch ein Ork. Ah, die haben da gerade platt gehauen, glaube ich. Ja. Ah, pass auf, jetzt verstehe ich's. Geh mal da gucken, bitte. Wo gucken? Da. Da, wir haben, klar. Oben war genau so ein gleiches Gitter, ja? Ja. Und die haben wir mit diesen Hebeln in diesem komischen Raum, wo wir den Schlüsselmeister getötet haben, da haben wir Schlüssel bekommen, dann konnten wir diese Türen aufmachen, links und rechts oben, bei dem Raum, neben der Säule, die wir hochgefahren haben, verstehst du? Ah ja, okay. Ich sehe auch, da hinten steht ein Dude, da müssen wir bestimmt hin. Lass uns die Hebel nochmal betätigen. Alles klar. Oh, guck mal, der regt sich schon auf. Ja, hau ihn. Vielleicht kann ich ihn durchs Gitter erschlagen. Auf jeden Fall, ich mach wieder Wenn es das jemand hinkriegt, dann bin... Ah, ist das möglich, Björn? Ich frage dich, ist das möglich? Ja, natürlich man sieht ja, dass es möglich ist. Dankeschön. Sehr gut. Ich finde das sehr realistisch, dass meine Schlagkraft dem Eisen... Ja, Schattenkrieger, da siehst du dumm aus, was? So, das ist dein Tod. Oh, deiner aber auch. Ja, ja. Schöne Erfahrung. Tim, ist das gut? Yes. Okay. Das läuft. Hammer. So, jetzt mal kurz speichern hier.
denn jeder Fortschritt bei uns muss gefeiert werden. Wir haben tatsächlich ein großes Speicherproblem hier bei uns, muss ich sagen. Also ja? Er speichert gerne auf zwei unterschiedlichen Slots. Ja. Selbst von Profis ist das zu empfehlen, zwei Slots nur zu nehmen. Na, also du beleidigst sie gerade, ne? Normalerweise ist das Spiel natürlich so gut programmiert, dass dieser Speicherstand auf ewig halten wird. Ja, ich hatte ja erwartet, dass sie da dann einmal duschen. Ja, also, das stimmt. Entschuldigung. Deswegen werden wir nächste Woche damit anfangen, dieses Spiel ohne zu speichern nochmal durchzuspielen. Da bin ich sowas von dafür. Und wenn wir sterben, dann geißeln wir uns selber, okay? Ja. Ich gehe jetzt mal durch diese Tür, weil mir niemand sagt, was ich tun soll. So, pass auf, das ist richtig. Die Schalter meine ich, die Hebel. Jetzt sind links und rechts Hebel. Nimm mal den Hebel da. Ja. Hebel, Leute. Zack. Da ist bestimmt irgendwas passiert. Ich renne mal wieder runter. Ja? Nee, warte, noch mal. Nimm mal den anderen auch noch mal. Auch noch mal. Okay, bitte, ey, das sind die fluiden Dimensionsverschiebungen von Mario Rüskel. Der hat das Ding gebaut. Ja? Und ich habe es auch nicht verstanden. Okay. Aber einfach irgendwo draufdrücken, das läuft schon. Warte mal, Mario, du meinst der Kompane, der eben uns hinterrücks hintergangen hat, ja? Ja, ja, ja. Deswegen haben wir den auch so genannt, weil der musste unbedingt auf die Fresse kriegen, ja. Ah, okay. Also, das war wirklich ein mieser Facker. Was habt ihr denn für ein Riesenschwert gegeben? Ja. Der hat mich fast umgehauen. Ja, ja, da muss ja auch ein bisschen was kommen am Ende, ne? Aber hast du den noch angestellt bei dir oder ist der tot? Der Mario, nee, der, Mario ist ein Urgestein. Der Mario Röske, der ist so lange dabei, also länger als ich. Ja? Ja, ja. Dachte, der hat's auch voll drauf. Der ist noch in unseren Gängen gesehen worden. Ja, also, ja, der lebt noch. Also nicht verscharrt beim Mettisch da. Gott. Nee. Mein Mettisch ist ja. Ohne Mario wird gar nichts gehen. Hören Sie, Mario. Ja, erstmal das Skelett. Sie hat mir immer fair gedient. Hier, die Zombies erstmal wegklatschen. Die Sounds sind richtig geil. Die Sounds sind wirklich sehr gut, muss ich sagen. Wie habt ihr die gemacht? Habt ihr so ein Stück Fleisch auf den Tisch gehauen? Ich habe keine Ahnung. Kai hat da auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet. Ey, das ist wirklich, das ist so richtig so mit Schnitzelklatschen, ne? Ja. So richtig geil. Da ist nicht zu plündern. Schön. Ich komme mal so lange hier in den Chat rein. So, ich bin auf dem richtigen Weg, ja? Da ist ein Knopf an der Wand. Ah, hier ist ein Knopf an der Wand. Ja. So. Ich soll Liebe für die Leute an den Instrumenten ausrichten. Oh, noch mehr Zombies. Auch diesen Zombies werde ich Schwertkraft entgegenhalten. Nein, aua! Ah, was machst du denn da? Ich kämpfe. Wir sind doch mega stark. Mann und stell mich ihnen entgegen. So. Mal, das sind Zwillinge, ne? Die bewegen sich genau gleich. Okay. Okay, Leute. Es ist bewiesen, dieser Keller ist geil. So. Warum? So, Kai Rosenkranz hat schöne Arbeit geleistet, sagst du? Ja, auf jeden Fall. Der hat doch alles hier komponiert, auch bei euch, ne? Ja. Ja, das würde ich auch. Das muss ich jetzt sagen, auch als musikliebender Mensch, da habe ich immer teilweise ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann meine Ballermucke drauf mache, aber ganz ehrlich, das Spiel braucht das. Ja, aber wenn wir hier durch den Wald streifen, so hier durch den... Nein, ich bin das hier. Ist ein Entertainment hier, das muss laufen. Ja, das also ist wir cool. Genießen auch oft die Musik des Spiels, muss man auch mal anders sagen. Muss man auch bei unseren Spaziergängen durch den Schwarzwald hier genießen wir durchaus die musikalische Atmosphäre. Nein, aber der Kai Rosenkranz macht geile Mucke. Ich kenne ihn nicht, ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Das ist, glaube ich, ganz abgefahren, wie der komponiert. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, doch. Was muss ich als nächstes tun? Ich glaube, du musst nochmal in den Keller, weil es gab doch immer zwei Gänge. Ah, okay. Dann gehe ich jetzt in diesen Keller. Ja. Bin nicht sicher, ob ich da herkomme, aber... Ich gehe einfach nochmal runter. Hast du die. Warte mal kurz. Ich habe gerade im Chat geguckt. Hast du die Schalter betätigt, die drei? Die drei? Ja, die drei wo ihr letzte Folge aufgehört habt, oder? Ja, genau. Hast ich glaube, die habt ihr noch nicht betätigt. Guck mal, wir haben doch jetzt erst eine Säule oben oder zwei. Wie fahren wir jetzt oben? Ich tu mal so, als wüsste ich, wovon du redest. Pass auf, bleib mal stehen, ich erkläre es. Welche Schalter drücken? Stopp, stopp, umdrehen. Okay. Diese Säule ist aus dem Boden gefahren, nachdem du diese drei Köpfe in einer das mega ist korrekt, krassen Reihenfolge. Ja. Soll ich die mal drücken, was? Nein. Okay. Und ich denke, es gibt mehr Räume. Wir waren doch gerade in einem Raum, wo es diese Köpfe gab. Wir waren letzte Woche in einem Raum, wo es die Köpfe gab. Und wir haben es aber nicht gedrückt. Was ist denn mit deinem Erinnerungs... Ja, jetzt tu mal nicht so, als hättest du ein besseres Gedächtnis. Kann das nicht stimmt sein. Natürlich, ich kann mir nichts merken. Aber ich kann. Okay, pass auf, ich muss mich eh mal kurz heilen. Und du sagst mir gleich, wo ich hingehen muss. Ja, ganz witzig für euch daheim, wir haben eben noch besprochen, ja, okay, wie lange dauert das noch so? Ja, keine Ahnung, so Viertelstunde. Nee, das haben wir nicht gesagt, aber... Ja, ihr müsst durch Marios Todesdungeon durch, ne? Ja, ja. Das kann dauern. Und jetzt haben wir die Suppe, die Sauerei. Also vor allen Dingen haben wir gesagt, wir wollen es heute mal nicht hetzen, denn es ist das Finale und beim Finale, das müssen wir auch genießen, ne? Das ist quasi der Höhepunkt von einem Jahr und da können wir es nicht durchhetzen. Und für mich nee. Deswegen stelle ich mich ein bisschen dumm und frage nochmal. Ich glaube, du musst in irgendeinem Raum mit drei Schaltern. Ich weiß es eigentlich, aber ich will es wissen, ob ihr aufgepasst habt. Okay. Also für ihn sind die Grenzen zwischen, also deine Grenzen zwischen Hetzen und einfach kein Entertainment anbieten, sind fließend. Wenn ihr mir nichts sagt, laufe ich einfach durch dieses Gitter durch. Was? What? What the fuck? Wenn ihr mir nichts sagt, laufe ich nochmal durch dieses Gitter durch und erkenne, dass dieses Spiel vielleicht nach 8 Jahren meinen Patch bräuchte. Ich weiß es nicht. Nein, aber warte, stopp. Das ist so gewollt. Können wir bitte die Hebel betätigen, damit das Tor aufgeht? Okay.
Ich lauf nochmal durch das Gitter. Na, wir hatten doch eben auf der anderen Seite. Jetzt frage ich mich, ob das Tor schon aufgegangen ist. Exakt. Ist schon aufgegangen, ja. Und, also lass uns nicht darüber, lass uns nicht über die scheiß Tor reden, Leute. Es gibt noch ganz andere Probleme. Eigentlich funktionieren. Zum Beispiel der Bedbug. Es gab ja kein Bedbug. Das war ja. Also, ganz ehrlich. Björn, kannst du was zu erzählen? Ja, da kann ich was zu erzählen. Also wenn man sich mit den Drachen unterhält, dann sind die verwundbar und macht man das nicht, dann sind die, so viel ich weiß, immortal. Okay. Und ja, wenn man da irgendwie zwischendrin da irgendwie auf irgendwelchen Tasten rumhämmert, was ja normalerweise passiert beim Spielen, dann kann man sich nicht mehr mit dem Bett unterhalten, weil nämlich das Bett ist auch über das Dialogsystem gelöst, ja? Und irgendwie hatte das bei euch wohl einen Hänger und deswegen konnte man dann nicht mehr pennen oder... Also den Bug hatten wir gar nicht, da wurden wir nur vorgewarnt. Wir wurden vorgewarnt, da haben wir Harry angerufen und gesagt, Harry, sag mal, kann das hier sein oder erzähl die Quatsch? Ich hoffe, ich war kompetent genug und habe gesagt, das ist Quatsch und es war ja auch Quatsch. Alles easy. Längst weggepatcht, alles cool. Aber der Chat hat im Zweifel, glaube ich, immer recht und es war schön, dass er gewarnt hat. Okay, aber so ergibt das auch Sinn. Wenn man weiß, dass diese Bettszene ein Dialog ist und eigentlich habt ihr ein ganz gestörtes Verhältnis zum Schlaf. Ja, das ist einfach so ein Pöppel, wo der Dialogbox aufgeht. Wir schlafen bis Mitternacht, bla bla bla. Und das war wohl, klar. Das kann wohl irgendwie mal... Okay. Wir müssen irgendwas tun, sonst laufe ich nochmal im Kreis. Nein, bitte, geh da zu den Schaltern und wo sind die Schalter? In dem Raum, bei der Säule, die hochgefahren ist. Du warst doch erst bei einem Schalterpaar. Auf der anderen Seite gab es nochmal Schalter. Okay. Wir haben letzte Woche rechts, links gemacht. Immer. Ah, dieses Zahnrad. Ich weiß, was du jetzt weiß ich, was du meinst. Geh doch mal durch die Tür da, die noch zu ist vielleicht. Durch die okay, da. Dann testen wir die mal aus, ja. Leute, das wird mega jetzt. Jetzt mach auch wieder da links. Ist der andere Schalter. Dann waren wir da aber noch nicht drin, sonst wäre die Tür offen. Doch, oder? Wir haben. Ja, okay, waren wir nicht drin. Guck dir einfach die letzte Folge an, dann waren wir nicht drin. So. Also waren wir doch drin, meinst du? Die Tür ist vom Geister haben wir ja zugegangen. Mario! I know you! Okay, wir gehen wieder in den Keller. Hier geht's hoch. Es ist aber auch wirklich verwirrend hier. Aber Harry hat recht, oben haben wir auch noch nicht das Schalterrätsel gelöst, weil erst eine Säule runtergekommen ist und da waren zwei Räume. Also geh bitte erst nach oben. Okay, dann gehe ich jetzt doch erst nach oben. Okay, jetzt merkt ihr nämlich, jetzt brauchen wir in diesen Momenten, da ist die Musik von Kai Rosenkranz super, aber wir brauchen ein bisschen mehr Kick. Weißt du, das zieht sich dann bei uns immer so. Merkst du das? Deswegen mache ich dann immer... Oh, wow. Ach, jetzt ist die wieder runtergegangen. Ist die wieder runtergegangen, ja. Ach, ich mache... Alter! Pass auf, jetzt habe ich es durchblickt. Du gehst in den Raum, machst erst rechts, links und dann nochmal links, rechts. Sicher? Hast du das gerade erfunden einfach? Also, vielleicht habe ich ein bisschen in den Chat geguckt. Ach so. Aber man weiß es nicht, weil ich okay. kann ja auch einfach... War das die Tür, in die ich zuletzt gegangen bin? Ja. Okay, also ich habe rechts, links gemacht und jetzt mache ich links, Nein, rechts. Nein, du hast links, rechts gemacht. Jetzt machst du rechts, links. Okay. Bin mir nicht sicher, weil es gibt ja zwei Räume davon, ob das der von eben ist. Okay. Und nochmal. Jetzt geht wieder irgendwas auf. Das war jetzt das oben, ja? Ja. Jetzt renne ich nach oben. Nee, ja, kannst du. Ich weiß nicht. Muss ob, ich ja dann. Ja, auf der anderen Seite haben wir nochmal dieses Zahnrad, wie du siehst. Ja, das haben wir doch schon 5000 Mal bedient, oder? Okay, nicht? Ich hoffe, dass dann alles offen ist. Ja, gehen wir mal gucken. Und dabei können wir. Ich glaube, du kannst nur entweder oder aufmachen, oder? Nicht alles auf einmal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt hier einfach die Tür offen ist und dass wir dann irgendwie weiterkommen. Nee. Weißt du, Michael, ich kann dir einfach nicht folgen bei dieser geschmeidigen Musik. Leute, wie ist das für euch heute? Okay. Ich finde das alles easy, ey. Aber wenn ich einen Tipp abgeben darf, ja? Ich glaube, er war noch nicht im Raum mit den drei geilen Schaltern. Okay, dann gib mal diesen Tipp ab, bitte. Ja, du musst nach oben gehen, in den Raum mit den drei geilen Schaltern. Aber wo ist der? Vom letzten Mal. Irgendwo. Wo ist denn der? Ja, es gibt nur zwei Obenräume. Ja, das war der eine jetzt. Okay, dann gehen wir den anderen. Okay, warte ich mal. Ich hab das befürchtet, dass das passiert. Ich hab das nämlich auch nicht kapiert. Da komme ich her. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Guck mal einfach, wo... Guck mal einfach hier links, links. Guck mal einfach hier links. Ja, dann geh mal durch links. Und dann guck mal auch wieder. Alles klar, alles klar. Diese Musik brauche ich dann, damit wir ein bisschen runterkommen. Merkt ihr das? Ja. Aber weißt du, hier ist alles so easy. Hier ist aber der Stein schon oben. Ach, ne? Da müssen wir den anderen Hebel wieder betätigen, genau, damit wir anderen hochkommen. Musst du halt mal gucken, wo du den Stein noch nicht hast. Ja. Okay, das heißt hier, das haben wir schon gelöst. Jetzt machen wir genau das Gegenteil. Ja. Michaelos schreibt, you guys are noobs. Michaelos, fuck you. Sonnenschein. Oh, Mann. Neues voraussichtliches Ende, 3.30 Uhr. Ja, ich hab Zeit. Okay, pass auf. Welches Rad drehe ich jetzt? Ja, weiß ich nicht. Geh da einfach rein und dreh ein Rad. Zum Beispiel, jetzt aber, warte mal, letztes Mal war es rechts-links, das weiß ich noch. Mit rechts-links-Kombination kamst du oben überall rein. Du musst in beide Räume rechts-links drücken. So war es noch, das weiß ich ganz genau. Okay. Jetzt links wieder.
Okay, es geht wieder irgendein Gatter hoch. Ich bin nicht so sicher. Ah, das sieht doch gut aus. Geh zur anderen Seite. Nimm das. Nimm das schon? Das ist super. Björn sagt, nimm das. Björn sagt, mach das. Dann gehen wir jetzt nach oben. Er schlagt mich. Aber geh mal irgendwo hin, wo dieser Typ, wo du den hinter dem Gitter platt gemacht hast. Diesen ich hoffe, das war hier. Bin mir nicht ganz sicher. Es ist Gothic 2 mit Harry und Björn. Und Manowar. Nein, die heißen Two of Giants. Ich freue mich drauf. Das ist gleich einfach nur ein Monster. Das sieht doch richtig aus. Das sieht richtig aus. Hey. Und da oben ist auch noch nichts oben. Alles klar. Jetzt gibt's einen Kampf. Das kann ich. Okay, ich brauche jetzt wütende Musik, ja? Das geht so nicht. So, das kann ich nicht anbieten. Okay, wie ist die Reihenfolge hier? Oder kann man das irgendwie wissen? Okay, pass auf, wir müssen erst den Schalter legen und wenn wir dann verkacken, ja? Dann müsst ihr ein schnelles, aggressives Riff raushauen. Ist das möglich? Okay, dann machen wir jetzt eine Reihenfolge. Du sagst jetzt, Harry, du fängst an. Welche Reihenfolge nehmen wir? Links, rechts, Mitte, du machst die Kombination. Links, rechts, Mitte. Alles klar, los geht's. Links. Ich muss recht haben. Können wir ein bisschen Nebel kriegen, Björn? Danke. Jetzt wird's episch. Okay. Und jetzt hier die Mitte, ne? Das ist die Mitte. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Okay, Metal! Wow. Was ist da los? Das Metal, wir befreien hier! Oh, hier ist schwer. Kannst du. Stopp. Wann habe ich gespeichert zuletzt? Ich glaube, in Kurine. Davor. Gerade eben. Alles klar. Ja. Sehr gut. Läuft bei dir. Tim, das läuft bei dir auch sehr gut. Okay, das war doch geil. Das machen wir gleich nochmal. Okay. Aber wir wissen jetzt das... Kann man die Waffe schon vorher ziehen? Das ist ja irgendwie erwärmlich. Die haben wir vorne dran. Links, rechts, Mitte war scheiße. Mitte, rechts, links. Okay. Seid ihr bereit? Für die Fail-Music. Dieses Rätsel kann nur Mario selbst lösen. Sonst rufen wir den gleich an. Das fällt echt geil. Metal! Aber die habe ich jetzt hier. Du hast gesagt Mitte, rechts, links, ne? Ja. Oder Mitte, links, rechts? Ich hab voll keine Ahnung. Ich glaube, rechts, dann sind wir jetzt Mitte, links, rechts. Mitte, links, rechts, Mitte, alles klar. Mitte, links, rechts. Ich will den Kampf aber auch mal schaffen, ey. Ist ja voll erbärmlich. Ich bin dann, ja, ach Gott, nee. Bin ein Drachentöter, ey. Mitte, links, ich rechts. Ich wär auch nicht besser. Könnt ihr euch beruhigen, ehrlich. Mitte, links, rechts. Ja. Aber das Finale ist immer beim Finale. Da kommen Emotionen hoch. Alles raus. Da kann man auch mal versagen. Richtig. So. Okay, wo? Achso, da. Da. Andere Seite. Okay, das riecht schon wieder. Ah! Ja, halt, Halbbahn! Bam! Bam! Wo sind die Explosionen? Mein Zeug! Ah, Blut. Blut ist auch gut. Ich liebe Blut. Alles klar, was macht man jetzt mit dem Klotz? Alles drehen. So, drehen. Dreh den Stein! Entschuldigung. Oh, wir müssen noch ein drittes Mal machen, oder was? Ja. Ich suche einfach noch einen Raum. Sah nach einem Quadrat aus und das sind vier Ecken meistens. Oh nein! Ja. Vielleicht ist es aber auch Mario. Aber wir haben dieses Rätsel haben wir das schon das dritte Mal gemacht oder bin ich doof? Ey, sag mal, Micha, ganz ehrlich, es gibt vier Räume, ja? Ja. Wir waren in zwei Räumen gerade. Nein, wir waren da letztes Mal auch schon in zwei Räumen das gemacht. Letztes Mal waren wir aber auch in dem scheiß Raum, da war die Zeit vorbei. Nein, dann haben wir auf jeden Fall eine Säule bewegt. Ja, die ist ja auch rausgefahren. Nein, wir haben mehrere Säulen. Nein, da ist die Zeit abgelaufen. Ja. Mach den Kampf zu Ende, Junge. Ja, du kannst mich voll. Was sind das überhaupt für komische Orks? Warum haben die so eine Klamotten an? Ja, das sind Pharaos oder was? Wahrscheinlich die Jacken da. Orks. Okay. Mann, der Schattenkrieger nervt mich. Warum ist er so stark? Komm her, ich bin. Das ist ein Bruder von Achol. Ich
Ich bin der Held, Mann. Von Archol? Aber da heißt Archol. 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 Keine Ahnung. Auch Fan von diesem Let's Play übrigens, ja, eure Figur aus dem Game. Ja, ja. Also. Ja, denn lieber Gruß an den Archol, wa? Ja, tatsächlich ist er, ich weiß mehr über ihn, er ist auch im Gothic-Forum. Vielleicht hängt er da ja auch mal ab, Freunde. Ja, doch, gelegentlich. Ja, okay. Gucken immer mal wieder rein. Ja, okay, mal wieder ein paar neue Patches ziehen von der Community. Okay, sehr gut. Ja, das ist gar nicht so unwichtig. Also, Moment mal, die Jungs haben echt gute Tipps. Sehr gut. So. Die Leute sagen schon, das passiert nie. Sie sagen, hör auf Krogmann. Ah, guck mal. Okay, ja, dann sag mir, wo es lang gehen soll. In die Tür rein. Okay. Links, rechts, Hebel betätigen. Kommt mir so bekannt vor alles, ey. Haben wir doch heute schon mal gemacht. In den anderen Raum. Links, rechts, Hebel betätigen. Da auch, ja? Ja. Und damit könnte es möglich sein, dass wir Marios Masterbrain durchdrungen haben. Mit der Macht des Metal. Du liest eigentlich auch nur aus dem Chat vor, du bist nicht klar. Links, rechts, nicht rechts, links. Nein, das ist falsch. Oh, sorry. Oh. Was machst du denn? War abgelenkt von dem Beleidigen. Okay, es war jetzt falsch, wa? Ja, oder geht auch ja, oben halt. Da haben wir schon. Also, hatten wir schon. Okay, links, also ja. Nochmal jetzt, ja? Ja, links, ja. Rechts. Diese Spannung ist ja... Unerträglich. Unerträglich. Ich grüße 8000 Menschen. Ihr seid Menschen. und die geilsten. Und keine Bots. Okay. Das merke ich an den Zahlen. Sehr gut. Und ihr habt alles sehr klar. Viel Geduld mit uns. Pass auf, wir rennen jetzt nach unten. Ja. Korrekt, korrekt. Alles klar. Und Chef schreibt, das ist so wahnsinnig gut. Das finde ich voll geil. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir schon bei Blau waren. Ja, okay. Aber nee, ey, ich bin mir nicht sicher. Ich will nichts Falsches sagen. Da war die Schmieretür. Ja. Die Glitchy-Tür war da. Guck doch mal einfach da. Da. Wir gucken da mal. Also Björn hat eine Ahnung, es dämmert sich wieder was. Oh okay. Gott. Na, oh nee, war ich doch schon. Können wir doch nicht gewesen sein, weil sonst wäre der Stein noch oben, Alter. Das ja, muss doch mittlerweile geschnallt haben. Drück mal den Schalter. Was warst du denn da, ey? Drück mal den Schalter. War ich doch vorhin schon mal sowas. Guck mal, da kommt. Das sieht gut aus. Steinchen. Da habe ich aber vorhin was nicht gedrückt. Ja. Okay, dann haben wir beide nicht. Vielleicht waren wir da auch noch gar nicht drin. Das stimmt. Aber jetzt weißt du, wenn ich den Stein meine. Ja, das weiß ich jetzt wohl. Okay, dann. Jetzt sind wir wieder Freunde, okay? Das ist doch nicht so einfach, das sieht ja auch alles gleich aus, Mensch. Okay, einen noch, Leute. Seid ihr bereit für die Fail-Music gleich? Ich glaube, ja. Das sind noch zwei, ne? Oh, shit. Ich glaube, das sind fünf Stück, wenn ich mich... Okay, Skelette greifen an. Mach fertig. Okay, pass auf, ich mach erstmal ein bisschen Trance an. Hm. Muss soweit sein. Willkommen in der Michael. Oder ein bisschen Goa. Ne, machen wir Goa an. Goa ist auch gut. Hau das scheiß Skelett um! Hilft dir das eigentlich? Kommst du da in Fahrt bei sowas? Oder? Es stört mich eigentlich eher, aber es muss sein. Ja, guck mal, läuft. Aber immer wenn ich sowas anmache, ja? Sehr schön. Dann hält er durch. Das bildest du dir so ein, ey. Du willst einfach, dass es so ist. Nein, immer. Das ist ein Wunschdecken. Ich schmeiß mir jetzt so einen Energiedrink ein und dann spielen wir wieder richtig weiter. Und du liest wieder aus dem Chat vor. Du bist echt besser. Und jetzt muss ich sagen, ich war gemein zu dir. Ja, das war voll gemein. Du weißt es selbst nicht besser, weißt du? Du laberst nur was die Leute labern, du. Du bist ein Populist. Also, wir sollten hier jetzt eine Mauer errichten, ja, aber du bezahlst die. Vielleicht werde ich dich noch auf die Erzfeindliste packen heute. Okay. Wir sollten uns nicht im Finale zerstreiten. Wir haben noch einiges vor uns. Nein, wir lieben uns. Wir rennen jetzt wieder hoch. Warte kurz, und du sagst eben umarmen, dass wir Leuten zeigen, dass wir uns lieben. Hier sind Dämonen, die angreifen. Kannst du mich nicht anfassen dabei. Okay. Wir haben noch 30 Sekunden, dann machen wir die erste Werbeunterbrechung. Oh nein, Werbung? Ja. Kann ich mir ein Bier aufmachen, geil. Dann mache ich mit. Denkt bitte daran, Hashtag Gothic 2 muss heute trennen. Und zwar sowas von, wir haben hier Gäste und die wissen, die haben was mit dem Spiel zu tun gehabt und die wollen es trennen sehen. Ja? Man erwartet schon ein bisschen was. Also Chat, ihr seid geil, aber jetzt macht uns noch geiler hier, ne? Ey, wir hatten letztes Mal Platz 3 und jetzt haben wir aber die Entwickler dabei. Das heißt, Platz 1 muss drin sein, oder? Ja, Minimum. Auf jeden Fall. Haut Kerner da weg, oder wer da ist? Ja, alles. Weg. Man, oder? Freunde, zum Outro noch einen kleinen Minitune noch? Ja, haut mal was raus hier. Wir sehen uns gleich wieder. Gothic 2 was trending again.
Track. Yeah. Fuck Kerner. Willkommen! Hammer. Schön, dass ihr wieder alle da seid, hier zum Gothic Twilight Let's Play, das beste Let's Play des Jahrtausends mit Harry, mit Björn von Piranha Bytes, mit Tomb of Giants, mit Tim und natürlich mit Renkor, Trixie, Dr. Silben und... Wie heißt du nochmal? Keine Ahnung, ich hab vergessen. Dein bester Freund. Nein, das ist der Hass, ich liebe dich. Du bist Krogi und wir spielen es weiter. Ich habe gerade irgendwas ausgelöst, was ich nicht hätte auslösen dürfen. Wir bauen ein neues Spiel. Was zur Hölle? Wir nennen es Getik. Warte mal. Das sind eure Fans, die haben irgendwas gebaut und das habe ich gerade ausgelöst. Okay. Ich glaube, jetzt könnten wir theoretisch dieses Level umbauen, um weiterzukommen. Ja, das machen wir natürlich nicht, weil wir sind stark genug, es so zu schaffen. Aber ist es nicht interessant für dich zu sehen, wenn du so dein Baby quasi nochmal nackt siehst? Ja, ich fühle mich gleich wie zu Hause. Mach das aus, Alter. Okay. Ja, das ist, wenn ich wüsste wie. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was das ist. Escape? Das ist die DirectX 9, 11 Mod oder so. Und jetzt habe ich irgendwas geladen, wahrscheinlich den geheimen Level des Todes. Ich habe keine Ahnung. Ey. Wir müssen das Spiel mal neu starten. Ja. Währenddessen können wir uns ein bisschen unterhalten. Shift-Click plays Hero. Echt? Ja. Alter, wie abgefahren. Okay. Wir wühlen gerade in den Gedärmen von Gothic 2, das finde ich sehr spannend. Um jetzt schon mal ein bisschen zu spoilern, liebe Damen und Herren, an den Televisionsgeräten. Nein, um 12 Uhr wird dieses Let's Play nicht zu Ende sein. Das kann ich auch an, ja. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Das wird nichts. Aber das wird nichts werden. Ich habe eine schöne Frage hier im Chat gerade gelesen. Ich weiß aber nicht, wie er jetzt hieß, an euch beiden dahin. Und zwar schreibt er, Name ist jetzt egal, wird es in Elex auch ein E-Roll geben? Ja, Harry, bauen wir so einen Typen ein? Hä? Ja, da kümmern wir uns drum, da oder? Kümmern wir uns ja? Drum. Ja. Aber ja. Hässlich und Herr alt Sache. Muss er sein. Und ein bisschen tot. Hässlich, alt, tot und ja. Und die Schnauze soll er halten, ja? Ja. Geht das alles? Können wir einrichten, machen wir. Tot, hässlich, Schnauze halten. Ist gebongt, Leute. Hier ist Wunschkonzert. Was wollt ihr noch haben? Was wollt ihr noch im Spiel haben? Wir kriegen alles unter. Haut alles raus. Freunde, geht's einfach in den Chat? Ja, also Bedbug, das Problem haben wir geklärt, sehr schön. Denkt immer dran, wir haben diese Aktion am Laufen, während Micha hier neu startet. Wir haben hier die Gothic 2 Version einmal noch bitte zeigen für alle Leute, die gerade neu dazugekommen sind. Haben wir vielleicht schon eine erste Einsendung vielleicht? Kann ich dir noch nicht zeigen tatsächlich. Okay. Aber wir haben hier die unterschriebene Gothic 2 Urversion mit von allen Entwicklern von Piranha Bytes hier. Und das ist natürlich echt oberkrass. Also ich sag mal, ich fände es auch scharf, muss ich sagen. So, aber ich kann diesen Dialog nicht nachsprechen aus Gothic 2, weil mein Hass so groß ist. Stehst du? Ja. Steck die Scheißwaffe weg! Das krieg ich nicht hin. Zudem gibt es noch ein schönes Plakat. Was müsst ihr tun? Schönen Dialog nachspielen und uns gleich unter Hashtag Gothic 2 senden. Twitter oder so. Oder Facebook, YouTube-Link drunter packen. Und der liebe Robin checkt das gerade. Dann gucken wir es gleich mal an. So, wir sind wieder im Spiel. Ja, ich hoffe, das war jetzt der richtige. Aber hast du Ingame-Sound? Haben wir was? Haben wir Ingame-Sound? Wenn ich du jetzt mal eine Waffe ziehst oder so, können wir es rausfinden? Nein. Nein, kein Ingame-Sound. Das ist schlecht. Dann müssen wir nochmal neu starten. Ich weiß nicht, ob das... Ja, wir oder Timo, hast du Ingame-Sound? Dann kannst du das auf die Box zurücklegen, weil wir hier jetzt nichts haben. Zieh doch mal die Waffe. Falls ihr oben Ingame-Sound habt. Nee, das hat auch nichts. Dann okay, dann das müssen wir gleich nochmal neu starten. Aber ich muss kurz mal checken, ob das hier der richtige Speicherstand ist. Ja, das ist der. Eine Frage gut, von Carl Jenkins. Darf die Band nicht sitzen? Nein. So. Ich habe auch schon ein schlechtes Gewissen, Jungs, ehrlich. Ohne Scheiß. Ja, stehen ist geil. Das Sofa hier ist so gemütlich. So. Sagt der Schlagzeuger. Ja, pass auf, dann nutzen wir die Zeit mal. Liebe Regie, hört ihr das hier? Das höre ich auch. Das hören wir. Alles klar. Sehr gut. Dann starte ich jetzt nochmal das Spiel und hoffe, dass es daran lag, warum auch immer jemand auf Mute gedrückt hat. Ich war es nicht. Pass auf, nutzen wir die Zeit. Ganz kurz nur. Wir haben ja so schön bei euch eingesprochen. Ne? Ja. Wisst ihr das noch? Das war ein schöner Tag, oder? Das war ein geiler Tag. Die Leute glauben nicht, dass das echt war. Die Leute haben, haben eure Tonkabine gesehen, haben gesagt, nein, so professionell können sie nicht ausgestattet sein. Ihr habt nicht so viel Geld. Unmöglich, dass ihr das Zoom 2000 also besitzt. Es ist ja ein Provisorium. Ihr brüllt da irgendwie in unseren Schrank rein oder Regal. Ja? Also die Sprachaufnahmen bei M&S in Frankfurt, bei dem Tonstudio, sind gelaufen gewesen, als ihr uns gefragt habt. Oder
Nein, anders muss man das formulieren. Ihr habt eure Dienste uns angeboten. Mhm. Ja, und wir haben sie auch dankend entgegengenommen, weil... 100 Mark für dich eben kurz. Okay, alles klar. Und dann haben wir schnell was für euch improvisiert. Ja? Und ja, ihr kommt ins Spiel, weil es war geil, was ihr gemacht habt, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, ob wir gleich noch ein paar Details rauskitzeln können. Vielleicht können wir noch ein paar Details rauskitzeln. Okay. Wir haben uns betreffen natürlich, ne? Ja, klar. Also, okay. Ja. Ich kaufe das Spiel ja nur wegen uns. Ja! Die zwei Käufer habt ihr sicher. Aber die 100 Mark kann ich mir einstecken. Ja, kannst du einstecken. Ja, hier, Harry. Harry kriegt auch noch einen Zehner. Jetzt brauche ich keine 10 Mark mehr auslernen. Kriegst du auch noch. Hier für die Band. Ich krieg den 100 Mark, du den Zehner. Die Band hat ja immer viel Geld. Oh, die Band kriegt noch hier 5 Mark kriegt ihr für euren Auftritt. Ich bin selber Musiker, ich weiß das. Das ist viel Geld. Okay. Wollen wir dafür nicht in den Knast, haben wir damit Schundluder treiben? Nein, noch nicht. Okay, wir springen mal zurück ins Spiel. Wir haben jetzt schon 3 Säulen aktiviert, 4 sind es insgesamt. Jetzt ist nochmal die Frage, müssen wir noch ein Zahnrad bewegen? Wenn ja, welches? Pass auf, fairerweise müssen wir sagen, in der Werbung haben wir was gemacht, nämlich. Nee, ist nicht, wir haben vorher gespeichert. Ach, sehr gut, okay, dann nehme ich alles zurück. Ist es nichts passiert? Sie haben nicht diese Information gehört. Viel Spaß. Betätige ich nochmal einen Schalter oder nicht? Geh erst runter. Oder ansonsten, nee, pass auf, mach es einfach. Für unten war immer Kombination links-rechts. Du kannst auch einfach in beiden Räumen links-rechts die Schalter betätigen. Dann weißt dann du, ist auf jeden Fall unten dann offen. Ist auf jeden Fall unten offen. Alles klar. Ja. Das habe ich gerade. So. Wird es eine Fragenrunde geben? Diese Fragenrunde ist gerade in das Netzplay integriert. Das merken viele nicht. Die sollen es einfach raushauen. Haut es einfach raus, Freunde. Und ich bin hier die Zensur. An mir müsst ihr vorbei. Ja? Okay. Sehr gut. Rennebalz kann man nur mit Erz oder Elexit bestechen. Nein, D-Mark geht auch. D-Mark geht vollkommen. Also das ist... Ah, doch. Das ist doch, okay. Ich nehm's gern. So, bin ich auf der richtigen Fährte? Was würdet ihr sagen? Guck mal, da haben mich... Ja, auf jeden Fall, das leuchtet doch mal so feist. Hier ist so ein Schalterchen. Denk daran, gleich kommt wieder Schaltermusik, ja? Warte, hast du schon, welche Reihenfolge nimmst du? Wir besprechen das doch immer. Wie? Reihenfolge? Ist da nur einer? Ah, nee, da sind noch zwei andere. Okay, alles klar. Mitte hast du schon gedrückt? Jetzt habe ich Mitte gemacht. Okay, dann, hier, Harry, sag du, welche Reihenfolge. Ich sag wieder links, rechts, geradeaus, sofern ich das gerade auch gesagt habe. Jetzt haben wir aber schon geradeaus, jetzt macht er links, rechts. Komm, dann. Also links oder rechts zuerst? Ich sag links, ich bleib bei links. Alles klar. Never change failing system. Willst du auf die rechte Seite noch drücken, oder ist das Spiel jetzt vorbei? Ja. Aber ist doch scheißegal, wir gucken mal, ob der gleich der in der Mitte ist. Der macht bestimmt immer dasselbe. Ich will das jetzt hier nochmal. Harry! Der Derbs von mir kriegst du 100 Mark, Alter. Hast du dir verdient. Geil! Ja. Sehr gut. So, jetzt wird's richtig geil, weil es geht gleich die große Tür oben auf. Und ich weiß nicht, ob ist direkt dahinter der Endgegner oder was. Wird es bald ein Gothic 5 geben? Also. Diese Frage vielleicht für später aufheben, ne? Okay, danke schön. Bevor wenn wir ihnen mehr Bier gegeben haben. Okay, verstehe. Dankeschön. Also so bald jedenfalls nicht. Oh, Gegner. Ach, guck mal hier. Oh, was ist denn da los? Ein Skelettmagier oder was? Hau sie alle um. Der darf ihn nicht einfrieren, Du Scheißviech. Ja, okay. Alles klar. Rein, Chor! Ich weiß nicht, ich trigger. Yes, Harry hat Bock. Björn hat Bock. Die Metal Boys haben Bock. Tomb of Science! Gothic 2. Gothic 2, und da ist er immer am besten, wer hat gedacht, da ist er immer am besten. Ja, zerholzt habe ich die. Hau den Skelettmagier auf den Kopf. Hau den Skelettmagier auf den Kopf. Und wieder nach unten, ne? Hau den Skelettmagier. Ich liebe die Transaction. Hau ihn auf den Kopf. Es ist die Schalter-Section! Schalter-Section! Auf den Kopf. Okay, Leute. Hau den Skelettmagier. Fällt mal aus. Auf den Kopf, Kopf. Auf den Kopf. So, einen braucht er noch. Auf den Kopf. Noch, dann wieder unten. Oder haben wir 4? Drück mal nochmal, oder? Guck mal. Nee, einer fehlt noch, bestimmt. Wir brauchen immer noch einen. Ja. Also gehen wir jetzt nochmal rein und machen nochmal links, rechts. Mario ist da gnadenlos. Einen muss doch noch. Guck doch, wo irgend so ein Felsendings aus dem Boden nicht rausgekommen aber ist. Aber können wir nicht mal die Schalter, können wir nicht die 4 Schalter einmal drücken, bitte? Ja, einmal nur fürs Feeling. Nur fürs Feeling, ja? Nur fürs Feeling. Alles klar. Schalter Nummer 1. Kannst du eins, da, mach mal eins. Guck an. Eins! Dankeschön. Okay. Und dann müsst ihr so einen Tisch hinterher machen. Eins und ihr macht das. Ja? Eins! Genau, so gleich. Okay. Und jetzt mit voller Metal Power gleich. 2. 2! Okay, ja. Gleich kommt 3. Ey, ich will, dass die ganze Zeit Blastbeats laufen, während ich das Schalter drücke. Das ist viel cooler als Tim. Blastbeats bei 3! Okay. Du hast 3. 3!
Okay. Weiter. Okay. Ich glaube, es ist egal, was wir tun. Schalter drücken ist nicht so spektakulär. Es ist auch geil. Aber du versuchst es beim Besten. Hier mit Last Beats am Ende. Okay. Super. Welche Schalter bist du? Okay, stopp! Okay. Du wusstest das ganz genau und du hast es auf die Folter gespannt. Ich finde es geil. Jetzt kam eben einfach dieser Hobel aus dem Boden und da ist mir echt einer aufgegangen. Harry, Adi, auch nochmal ein High Five mit dir? Ja! Okay, immer alle hier. Und Harry nochmal. Björn und Harry am Start. Schön! Und die Band. So viel Geld wie hier rumfliegt. Okay, das heißt, wir können jetzt sofort den letzten Schalter betätigen, um diese Tür zu öffnen. Das ist unglaublich, das ist spannend und dafür brauche ich epische Musik. Ja, warte. Es muss, dauert ein bisschen dann. Man muss die auch von tief unten holen. Das ist auch Spannung hier. Ich gehe nochmal einen Schritt weg. Okay, warte. Das ist so geil. Es kann nur einen Song geben, wenn man richtig liegt. Meine Hinter dieser Tür wartet der Hass, der personalisierte Hass in Form eines verschimmelten großen Drachen, den wir vernichten werden mit dieser Streitaxt. Öffne die Tür, Raikor! Moa! Jetzt kommen wieder die kranken Gedanken von Mario. 4000 mal rechts, 400 mal links. Auf jeden Fall. Wow. Raikor! So derb! Oh fuck, was war da hin los? Okay. Ein weiteres Rätsel wartet auf uns. Oder? Nein. Warte mal ganz kurz. Können wir das einmal angucken? Was passiert hier genau? Was sind das für Statuen? Sind das alles Drachen, Dragon Slayer? Ist das gerade schon wieder ein Rätsel, was du versuchst zu tun? Nein, überhaupt nicht. Du fragst dich das wirklich? Ja, ich finde das mega schön. Ja, ist echt schön, ne? Diese großen. Ja, das sind dann vielleicht unsere Vorgänger, weißt du? Wie in der Matrix. Der Erzdrache wird immer wieder getötet. Die sind alle gescheitert. Hast du gespeichert? Die alle gescheitert sind. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Oh, die können ja Feuer. Hast du gespeichert? Ist deine Stimme, ne? Okay, da sind echt eine Menge Burschen auf einmal, aber wir wissen ja, dass sie nur Feuer spucken können. Verflucht haben sie uns schon. Da haben wir nichts mehr gegen. Und deswegen kriegen die es aufs Maul. Da klatscht es, ne? Auf jeden Fall. Oh, wow, die sind hier aber. Hier ist eine große Sekte am Start. Alter Schwede, das kann die nicht mehr weit sein. Dringend. Hier muss aufgeräumt werden, Freunde. Ja, daneben. Das sind viele Viecher, ne? Diese Suchenden. Links war auch noch einer? Nee, doch nicht. Doch, hier auf der Säule, Alter. Was ich bin irgendwie an? Für einen Heiltrank. Ja, ich renne jetzt Harry, raus. Harry, dankeschön. Du bist auf meiner Seite. Hören Sie. Ich renne jetzt raus, tot. Ich wollte es mal gesagt haben. Ja, aber es muss ja auch ein bisschen Spannung rein. Ich will mich überpowered fühlen. Harry, auch so Harry nimmt die Kohle an. So sieht es nämlich aus. Ja, klar, immer her mit dem Geld. Nice. Ja, guck mal hier. Sehr gut. Fufi. Was ist los mit dir? Steck das mal ein hier in deinem Tanga hier. Schau mal rein. Alter. So. Komm hier, für einen Zehner machst du es doch auch hier. Oh, Zehner, lass ich alles mal durch die Hose filtern. Okay. Schöner Spruch. Den merke ich mir. Schön durch die Hose filtern lassen für einen Zehner. Ey. So. Was hast du jetzt zu sagen? Ich muss einen Haltrang einschmeißen und weiterhauen. Das macht dich doch schon ein bisschen traurig, oder? Ja, ich habe 5 Leute umgehauen, ja? Und die können Feuer spucken. Okay. Können wir eigentlich nochmal unsere Stats angucken? Das haben wir heute noch gar nicht gemacht. Ich würde gleich noch sehr gerne sehen, wie stark wir wirklich jetzt sind. Wir sind sehr stark. 191. 191, das ist unglaublich. Also, jetzt mal eine kurze Frage, bevor wir weiterspielen. Für ein Jahr Spiel, ja? Ist schon beachtlich, oder? Also, ich bin beeindruckt. Geil. Ehrlich. Okay, hat noch nie einer geschafft, ne? Das stimmt. Also, ich mach's meistens sehr straight, ja, wenn ich spiele. Also, ich habe das schon etliche Male durchgespielt, aber ich muss ja immer testen und machen und tun und gucken, ob es überhaupt durchspielbar ist. Also, das heißt, ja? Du tötest nur E-Roll. Ja. Okay, verstehe. Aber da scheitert man dann regelmäßig. Also meistens bin ich bei 27 oder so. Okay. Das ist so, ne, bei unseren Spielen. 27 Stunden, 27 Level, irgendwie sowas in der Art. Dann bist du bei Stärke. Ach ne, kannst ja auch anders leveln, ist ja egal. Ja. Aber dann bist du. Beim Ingame-Level
Weiß man nicht. Was das schon? Ja, ich mach dann wenig Spielereien. Schwarzmagier. Du gewaltiger Wurm, wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten. Bist du hier der Drahtzieher? Ich bin der Wächter der Hallen von Erdogan, der Xalas Schulterpolster an. Die wichtigste Quelle Belias Macht auf Erden. Durch meine Hände fließt die göttliche Kraft des Meisters. Nur ein Wort von mir und du wirst auf ewig dem Wahnsinn verfallen. Verstehe. Noch so ein Unterhändler, den ich aus dem Weg räumen muss. Ey, ganz ehrlich, ne, ohne Scheiß. Ich sitze die ganze Zeit hier und hoffentlich kachelt das nicht ab. Hoffentlich kachelt das nicht ehrlich, ab. Ist das ja, das ist total krank. Das ist total krank. Das ist eine Entwicklerkrankheit. Okay, pass auf, warte. Achso, ne, wenn es abkackt, dann nur deswegen, weil wir die Direct X11 Mod von der Ich weiß. Ne? Das ist total irrational. Aber warte kurz. Nicht ein einzigen. Micha, nein, jetzt nicht mehr. Einmal kurz entspannen. Wir müssen ein bisschen beruhigen jetzt. Ja? Oh. Mach mal ein bisschen gechillte Musik an. So, also reden wir jetzt drüber, Björn. Ja? Ja. Was fühlst du jetzt? Ich fühle jetzt irgendwie, ich bin völlig irritiert so, weil das ist schon öfter durchgespielt worden und ich weiß, es ist auch schon irgendwie etabliert und auch schon seit Jahren auf dem Markt und ich weiß auch, das ist, aber irgendwie, ich kenne das halt noch so gut und ich habe... Kannst du dir mal ein bisschen auf die Schulter ja, das ist total geil, wie das jetzt alles rausströmt aus hier, so die ganzen... Aber ich fühle mich einfach so verantwortlich, verstehst du? Die ganzen Spielejournalisten, die ihn fertig gemacht haben für irgendeinen bekackten Bug, den sie anstelle XY gefunden haben, die kannst du jetzt zurückbeleidigen. Ja, ihr könnt alle mal die Fresse halten, so, das Spiel ist geil. Es tut mir leid! Fuck, ein Jahr lang unterhalten. Nein, ohne Scheiß, das ist wirklich so. Ohne Scheiß, echt. Aber wir sind ganz entspannt. Wir freuen uns auch, dass ihr da seid. Ja. Wir sind alle Freunde hier. Ich glaube, entspannt. Ich glaube, ich sollte mal ein Bier trinken. Da kann ja. Keine Hetze jetzt. Wir müssen das akzeptieren. Ja? Ja, wirklich. Ja. Dankeschön. Was hat der Chat? Das sind echt Feelings. Ja, der Chat ist begeistert. Ja, ist wirklich wahr. Der Chat hört ja auch zu, das verschafft er gerade. Gothic 2 ist perfekt, Björn. Ja, das ist wirklich perfekt. Gott sei Dank. Er ist ein perfektes Kind und jedes Kind hat auch Fehler, weißt du? Wie geil ist Björn dann? Schreibt x-l 1.63. Björn, vielen Dank. Super geil, super. Wenn wir eins gelernt haben, dennoch, dass der Chat immer recht hat. Die haben immer recht. Und Frage, bekommt die Band eigentlich auch Bier? Ja, die haben da eine Kiste stehen, wenn sie sich nicht sehen, sind sie selber schuld. Okay. Ne? Also die können jederzeit zugreifen, wollen aber tight bleiben. Ein anständiger Musiker. Okay, ich lese hier die ganze Zeit, es passiert gerade so viel. Gothic 2 ist ein Meisterwerk, bestes Spiel. Björn, wahre Liebe, berühre mich. Vielen, vielen Dank. Okay. Vielen, vielen Dank, okay. Im Namen des Teams. Okay. Wir müssen mal kurz wieder in den Dialog springen, weil das ist natürlich ein Mighty-Dialog. Wir können nicht einfach so dazwischen quatschen. Das ist unehrenhaft. Ja, wir wollen alles wissen von ihm. Aber du kannst die Musik trotzdem laufen lassen, während er sagt, wer sein Todesmeister ist. Wer ist dein Meister? Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seine göttliche Weisheit erleuchtet uns. Er ist der Erwählte Belias, das Reich von den elenden Innos-Anhängern zu befreien. Er bringt allen den Tod, die an seiner Herrlichkeit zweifeln. Kommt mir bekannt vor. Okay. Wir wissen es schon. Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Wir fragen trotzdem. Die Gemächer meines Herrn bleiben unerreichbar für dich. Ich werde dir keine Gelegenheit geben, das Tor zu öffnen. Er nicht. Das ist ein mieses Schwein, ne? Wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch töten? Der unsrigen sind viele. Du hast ja keine Ahnung, wie zahlreich wir schon auf diese Zeit der Befreiung warten. Ein Strom von Klageschreien wird sich über das Land ergießen, wenn wir in die Welt hinausziehen. Um die Welt von den Barbaren, die sich selbst die Hüter des Feuers nennen, zu befreien. Unsere Zusammenkunft hier im Tempel wird nicht von großer Dauer sein. Ja. Björn, wenn du sagen müsstest, was ist denn die höhere Motivation der Anhänger Belias? Sind die einfach nur schlechte Menschen? Oder haben die vielleicht einen politischen Auftrag oder so? Warum wollen sie uns unterjochen? Ich habe den politischen Auftrag. Und wenn es ist, die Welt zu unterjochen, selbstverständlich. Meinst du, es kann auch eine... Nein, die sind einfach... Einfach schlecht drauf. Überzeugt von der Sache selbst, natürlich, klar. Das reicht. Eine Überzeugung ist ja egal, in welche Richtung sie strömt. Ja, doch, doch, klar. Ja. Belia ist ja nicht nur böse. Ja, die haben uns echt Ärger bereitet. Ja, er hat auch Gefühle. Weil, gucken wir uns mal Innos an. Ja? Innos steht auf Ordnung. Ja? Und da muss alles so laufen. Ja, das weg. Und alle sagen, wo ist Janna? Das ist toll. Du hast recht, verdammt. Ja. Die sind viel freier hier. Die können im machen, Gleichschritt, was sie wollen. Links, können Feuer 2, 3, 4. Ich folge die Innos-Jünger. Die müssen die ganze Zeit fucking predigen. Also der einzige wirklich geile Weg, ja, so der freie Weg, das ist der Adonis-Weg. Ja.
Oh, okay, dann ist Adanos auch ganz cool eigentlich. Stimmt. Zweite Wahl dann Belia und zuletzt Innos. Aber als Manowar-Fan, ja, muss ich schon sagen, ich stehe auf diese Schulterpolster. Auf jeden Fall. Ja. Und dementsprechend kann ich nichts gegen die Anhänger Belias sagen. Lass uns ihn abreißen. Belia. Aber jetzt muss ich sagen, weg mit dem. Er stört mich. Ja, und danach reißen wir die Schulterpolster ab. Dann setzt du ihn selbst auf. Bring mich zu deinem Meister. Jetzt geht's ab. Oh, wow, wow. Jetzt kommt nochmal hier der Meister. Seid ihr bereit für eine Unterstützung mit Metal? Der, okay. Der Boot-Metal kommt jetzt. Schluss mit dem Gefasel. Ich werde dich vernichten. Okay. Dein Augenlicht wird schwinden und dein Geist wird in der Dunkelheit vergehen. Glaub ich dir? Einfach gucken. Na, warte, lass ihn. Nee, der hat schon zu Ende geredet. Staring Man! Nein! Metal! Bring den Todesmetal! Jetzt Todesmetal! Das Problem war auch, dass die ganze Zeit... Oh, wie geil! Stopp! Was ist da passiert, Micha? Pass auf, es war im Grunde eine Error-Situation. Sein Jünger stand die ganze Zeit, 5 Minuten während des ganzen schwülstigen Gesprächs, stand er hinter mir und hat gesagt, okay, gleich schicke ich dem Typen den fettesten Feuerball meines Lebens in den Rücken. Weißt du, was der Chat, genau das hat er gemacht. Weißt du, was der ganze Chat eben geschrieben hat? Hinter dir. Ja, ja. Ich habe ihn gesehen, aber ich dachte, ich kann noch weglaufen. Ach, okay. Ich habe die Schnauze gehalten und wollen mal gucken, was passiert. So, pass auf. Sehr gut. Wir müssen zuerst die kleinen Dienerchen von ihm erledigen. Wir kommen nicht drum rum. Ja. Da war noch einer übrig und das mache ich jetzt. Epischste Moment überhaupt, ey. Und das Gespräch werden wir natürlich schnell wegklicken gleich und direkt zum Kampf kommen, zum Wesentlichen. Liebe Leute, denkt an das Hashtag Gothic 2. Wir wollen ein bisschen was sehen. Heißt er schon wieder? Ich gucke mir auch mal so ein paar Tweets an. Ich merke schon, hier passiert einiges. Johnny schreibt, richtige Stimmung herrscht bei Gothic 2, wenn die Piranha Bytes sich um Bugs Sorgen machen. Aber dafür, ich glaube, ich brauche einfach ein Bier, sagen. Sehr schön, das ist ein sehr guter Kommentar, das gefällt mir. Adanos ist auch der einzig wahre Herrscher, wird hier geschrieben, von Andreas. Darüber kann man natürlich streiten. Aber vielleicht ist das auch wahr, ich weiß es nicht. Geschmackssache. Geschmackssache. Ich muss ja sagen, was sie hier für Experimente durchgeführt haben, offenbar, ja, das lässt sie in einem anderen Licht erscheinen. Ja, das ist auch so Mario-Style. Weißt du, der steht auch solche, Freiheit, ja, also, das findet der geil. Guck mal, wie er da sitzt, der hat doch was vor hier. Vielleicht ist das auch hier Vorfahr von Trixie Girl, du. Der hatte Freude. Ja. Der Harry steht auch so weit. Was der schon mit Skeletten alles da pieren da also veranstaltet hat. Ich habe gehört, dass Trixie vergeben ist, deswegen kann ich mich da nicht mal. Nee, Trixie ist ja auch ein Hot Grill. Aber Trixie hat heute ihre Kette extra abgelegt, sie wollte ein bisschen freier rüberkommen. Oh, ja? So, wenn ihr mal nicht mehr so mit Trixie was am Start habt. Ja, soll ich ihn mal rüberschicken? Ja, knickknack. Wer ist denn hier der neue Boy? Das habe ich doch in den ganzen Posts von euch gesehen. Ihr habt doch so einen kleinen süßen Trixie-Boy, habt ihr doch. So einen Herren. Ja, wir haben so den Fred, haben wir. So. Fred, der ist so richtig am Start. Ist der. Überall ist der zu Hause. Ja, stimmt. In jedem Schritt und nice. Der sagt auch nicht nein. Okay, alright, Fred. Aber Trixie ist my grill. Bist du hier denn? Fred hat schon die Bude von Xalas ausgefegt. Alter Schwede. Gothic 3. Fred, das Skelett. Ganz nice hat Blut. So, jetzt aber. Ja. Okay, los geht's. Ich bin böse. Mach mich fertig. Ja, warum hast du nicht alles synchronisiert? Sehr, sehr gut. Bitte mal weiter. Oh, das schaffst du gerade. Ja, was war das denn? Alter Schwede hier. Ein ganz kurzer Belohnungsmittel. So 5 Sekunden nur. Raus. Richtig geil gemacht. Rancor! Hammer! Der Schwarzmagier liegt da sehr tot. Schön. Der war eigentlich wahrscheinlich gar nicht so stark, so schwach, meine ich. Nee, aber, der konnte ganz schön hauen. Aber du warst ganz schön mächtig schon. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ordentlich hingelangt und er hat irgendeine Schriftrolle liegen gelassen. Die gucken wir uns mal kurz an. Auch wenn es mir nicht interessiert, was der so zu sagen hat. Da, hier. Mich ein Jahr lang Schriftrolle vorbereitet. Schriftrolle des Schwarzmagiers. Kadosh. MM Kadar. Das Auge der Macht erleuchtet deinen Weg. Alles klar, ich vermute, das müssen wir jetzt an dieser Tür sagen. Okay, aber ganz kurz, bevor wir die Tür gedrückt haben. Ich wette, das ist die Tür zum Endboss. Denn keine andere Tür hat so ein schönes Emblem. Boah, guck mal, wie mächtig die ist, wenn man die so von oben hochguckt. Wirklich. Unten, meine ich. Hammer. Leute, seid ihr bereit? Wollen wir das untote Reptil jagen, umbringen und uns daran erfreuen? Jawohl, das wollen wir.
Ich mache epische Musik an, damit es auch abgeht. Oh, warte mal, da steht immer noch ein Dude. Wo steht er? Warte, einen letzten müssen wir noch. Einen letzten Dude! Oh, ein Suchender! Hat sich so gefreut! Hat sich hier verpisst in der Ecke und ist ein feige Sau. Und jetzt muss er daran glauben. Denn der Reinkor kennt keine Gnade. Er sagt tot mit dem letzten Suchenden. Nein, ich stecke im Tisch fest. Okay. Ist die Maus wieder weg? Der Suchende ja, wahrscheinlich auch. Okay. Ist das Auge Enos aufgeladen, fragt der Chat, bevor wir mega episch werden? Ja, natürlich ist es aufgeladen. Oder? Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Hey, hey. Du hast den auf jeden Fall beim letzten Drachen. Ja, da haben wir aufgeladen, ne? Hast du? Ich glaube schon, der Bruder von dem Feuerdrachen war das doch. Ja. Jetzt ist er so aufgeregt und danach haben wir es, glaube ich, nicht mehr offen. Das ist richtig. Dann ist er in eine Grube gefallen? Wir gucken mal kurz an, ob es denn kräftig leuchtet. Das wäre jetzt natürlich fatal, ne? Wo jetzt irgendwo ein Auge hin aus, voll Energie. Ja, alles richtig das gemacht. Das Auge ist geladen, Freunde. Und der Krieger, der Reinkor, zieht seit einem Jahr umher. Seit einem ganzen Jahr. Und heute ist der Tag der Abrechnung. Er hat die Muskeln voll. Er hat wenig im Kopf, aber ein treues Herz. Und damit will er durch die Tür, nach vorne. Und er will noch den letzten Drachen umbringen. Ich überlege, ob ich nochmal schiffen gehe vorher. Wollen wir alle nochmal schiffen gehen vorher? Ja! Ja! Wir gehen alle nochmal schiffen. Wir gehen jetzt in die Werbung. Ab. Wir mussten jetzt leider den Spoiler lassen und, Quatsch, wie sagt man? Teaser. Und komm nach der Werbung zurück mit einem gewaltigen Drachenschlag von Mighty Micha und Mighty Krogi. Und den Piranhas. Bis gleich, yay. Explosion. Bis gleich. Schiffi, 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 Schiff. Da gibt's nichts zu holen. Okay. Unglaubliche Performance von einer unglaublichen Band, bestehend aus Helden und Barbaren. Tomb of Giants, meine Damen und Herren. Sucht sie bei Facebook wahrscheinlich. Ja, Facebook. Ja. Tomb of Giants bei Facebook. Micha, du bist tot, ich hör mal nicht. Oh, warte mal. Hoppala, ja. Ich war gerade schiffen, hab ich ja gesagt. Also, Tomb of Giants, Tomb of Giants bei Facebook. Ist eigentlich der Robin bei euch in der Regie? Okay, vielleicht kann einer gleich mal, während wir noch hier so ein bisschen Gothic spielen. Meine also wir können jetzt mal zwei auflösen, wenn du magst. Ach, haben wir schon mal zwei, die man zeigen kann? Zwei, ja, gerne. Ja, okay, oder? Super, ey. Geil, 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 geil. Ey, entspannt. Hier müssen wir gleich hingucken, Freunde. Hier oben. Okay. Okay. Nur noch 3 Sekunden. Ja, klar. Denkt dran, dass wir auch ein bisschen Rücksound im Keller brauchen. An Felix oder Steffen, ich weiß nicht, wer da gerade sitzt. Und hier im Chat könnt ihr mal ein bisschen Herzchen streuen für den Timo und für den Steffen und für den Felix. Und für, wer ist denn noch da oben? Weiß ich nicht. Ist noch jemand da oben? Robin. Keine Ahnung, die ganze halbe Firma Robin ist da, oder? Die ganze halbe Firma muss natürlich mitfeiern, denn wir haben heute das Großes vor. Ich muss das nachmachen, das war schön. Das war ein schöner Move. Bambini. Timo, sind wir soweit? Ansonsten wir stehen gerade vor der Tür des Endgegners. Wäre auch ganz aufregend. Jetzt kommt einer. Okay. Wer bist du? Das geht dich nichts an. Ich bin der Chef von hier, klar? Der Chef von was? Von den Gästen? Was? Nochmal bitte. War das ein Porno? Lauter und nochmal. Lauter im Keller bitte. Mal hier die. Wer bist du? Nein, das ist das. Das geht dich nichts an. Ich bin der Chef von hier, klar? Der Chef von was? Von den Gästen? Okay, ist doch ja. Geil, ey. Also ich finde... Fang du an. Also ich finde... Ja, ohne Scheiß. Das war wirklich fantastisch. Von einer Million, von Ich weiß nicht, was da noch kommen soll. Das war so lächerlich gut. Von zigtausend Stellen in den Spielen, die man sich auswählen kann, war das die geilste. Also, Astrein. Das war Astrein performt und ja, was soll man da noch sagen? Keine Ahnung. Ich sag dazu... Mich hat's auf jeden Fall geil gemacht. Rollt Einspieler Nummer 2 rein. Ja, vielleicht Nummer 2 gleich hinterher, um mal einen Vergleich zu haben.
Das war jetzt die Messlatte, die ist hier schon mal oben. Zuerst wollte ich was über deine dünnen Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ja? Zuerst wollte ich was über deine dünnen Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ein Klassiker. Also ich mag es aber, wie er da sitzt. Und er ist auch so schön herablassend. Ich mag das wohl. Ja, auf jeden Fall. Ich mag sie beide. Der hat den Satz verinnerlicht, er spürt ihn, er fühlt ihn und er hat ihn gut performt, muss man sagen. Liebe Leute, ihr wisst jetzt, was wir von euch wollen. Es ist nicht so schwer. Und haut's raus, ne? Hashtag Gothic 2. Volles Pfund aufs Maul. Volles Pfund aufs Maul, jetzt vom Björn eingereicht gerade. Ja. Ist jetzt auf Platz 3. Also jetzt ist eure Chance, Björn jetzt von Platz 3 runterzuholen. Ich muss sagen, wenn es jemand eine echte Schlägerei liefern würde, die nicht wehtut und die niemanden verletzt und die allen Spaß macht, dann wäre ich auch sehr erfreut. Aber schon mit Hooligans. Na, aber ohne Hooligans. Okay, alles klar. Also, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was mit Action-Performances und so machen. Wir hätten noch einen. Ja, raus damit. Gerne. Liebe Leute, das geht ja nur ab. Der ist vorher nicht geprüft worden, aber... Oh, ja, komm. Komm, Lars, hau sie um. Ja, schöne Hände. Hau sie um, Lars. Nein, nicht weiterlaufen, du Spacko. Steck die Waffe weg. Was zur Hölle? Also, ja. Steck endlich die scheiß Waffe weg. Noch? Nein! Wow. Alter! Okay, da kommt gleich... Ja, verfickte Hurenböcke. Warte, warte. Ah, geiler Endmove. Okay, das tat weh. Das ist super. Ohne Scheiß, liebe Leute. Das hat richtig, das war so gut. Das hat ganz, ganz schlimme Erinnerungen hervorgerufen an die Szene mit Erol. Alter. Das war so, weißt du, die haben richtig diesen ganzen alten Schmerz nochmal hervorgekehrt durch diese gnadenlos gute Performance. Das war richtig gut, auch wie er sich wieder hingesetzt hat. Ja. Das miese Schwein nach dem Tod. Die Animationen sind betörend. Ja. Aber ich muss jetzt leider sagen, Björn, du bist vom Platz 3 schon wieder verdrängt. Oh. Tut mir leid. Gut. Geil, vielen Dank, Timo, vielen Dank, liebe Regie. Ich würde sagen, da geht einiges. Ja. Und lass uns mal wieder ins Spiel gehen und da auch einiges vorbringen. Genau, wir machen mal kurz den Turm wieder an. So. Dass wir eine Fernbedienung haben hier. Weiß eigentlich jemand, wo hier die Tür aufgeht? Ja, du hast doch gerade dieses Pergament gelesen. Einfach so und dann geht das, ja? Schon, ja, ich müsste eigentlich... Oi, oi, oi. Kadosh MMK da. Ja. Öffne dich. Okay, das war jetzt ein bisschen zu abrupt. Ich hätte das ankündigen müssen, das ist cool. Wow. Okay, du hast den... Ah, das kann passieren, Leute. Das war knapp. Guter Nebel braucht Energie. Also das muss man sich merken. Aber können wir mal von diesem Bild... Ich kann das jetzt so halten. Oh, warte, warte. Musik haben. Ja, klar. Ich hoffe, das ist kein Bug, dass ich das so halten kann, aber wir machen das Beste draus. Ich hoffe es auch. Und dieser Spieler, dieser namenlose Held, er hatte Probleme in seinem Knie. Er hatte Gicht. Aber es half nichts. Die Monster müssen sterben. Und so betet er noch weiterhin vor dem Tor. Und er merkt, das Kniegelenk, es geht nicht mehr. Die Kämpfe waren zu stark. Und er konnte nur weiter beten. Und nach dem Gebet gab es einen Ruck in ihm und er sagte, jetzt habe ich die Kraft und steige empor und drück die Taste, um nach vorne zu gehen. Okay, das werde ich jetzt tun. Jetzt geht's nach vorne. Okay, warte. Aha! Na Gott sei Dank! Dieses Let's Play wird gut enden, Freunde! Leck mich am Arsch! Er ist aufgestanden, ich hab schon gedacht, ey, Alter! Okay. Das passiert ja öfter. Ich bin fertig, ja, ich weiß. Okay, wir gehen. Wo gehen wir lang? Links oder rechts? Ist mir scheißegal, wir hauen den Drachen tot! Ich bin. Ja. Maximale Realität wird gleich bald eintreffen, Freunde! Haut's raus! Uiuiui! Goschik 2! Gott, da sitzt er auch schon. Guckt euch seine versifften, stinkenden Flügel an. Seine Boshaftigkeit. Er ist ein Skelett, er ist ein abgehungerter Drache. Warte mal, guckt jetzt seine Nüsse an! Er hat Feuerball! Euphorie! Alter, er hat Verunkeln am Sack! Was ist wie er sich freut, ey! Gib dir mal warte was kurz, zu warte essen, kurz. Es tut mir voll leid, dass wir so ein Straßenköter-Drache. Der soll dich besiegen können, Reinkor? Nein! Natürlich nicht, nachdem ich einen Dämon beschworen habe, der mir auch hilft. Yes! Jedes Mittel ist mir recht, damit er stirbt. Jawohl. Okay, ich speichere jetzt. Wir müssen auch das Auge erst anlegen, sonst möchte er nicht mit uns sprechen. Wir wollen natürlich erstmal Smalltalk mit ihm. Okay. Ah, so ein großer Feuerbogen. Okay. Ja, ach, schön. Ja. Aber lässt der Kraft leider auch ablegen, auch wenn es wirklich... Ja? Liebe Leute, wer jetzt abschaltet, ja, der hat kein Leben. Jetzt, das stimmt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, absolut. Das geht gar nicht. Der wie nenne ich das?
der zweitspannendste Moment heute Abend. Innerhalb eines Jahres, heute, würde ich da der Klimax der ganzen Reise. Ja, ja. Verstehst du das? Das ist wirklich der zweite. Meinst du nach der Kammer mit den drei Schaltern? Oder? Exakt, exakt. Okay. Die war schon fabelhaft. Dankeschön. Ja. Läuft heute bei uns. Alter, der kann wirklich gleich einen Laserstrahl aus seinen Klöten abfeuern. Was ist da los? Ja, ja, ja. Mann, da wäre ich aber auch sauer, wenn mir so die Klöten blühen. Kein Wunder, dass er die Welt fertig machen will, oder? Jetzt wissen wir, wo der Jizz-Regen herkommt. Ja, ey, direkt aus seinen Lecken. Ey, haben wir gar keinen Mana mehr eigentlich? Wo ist unser, haben wir Mana? Ja, wofür, wozu brauchen wir denn Mana? Ich überhaupt nicht. Ach so. Ach so. Ja, ja, da ist sie wieder, die Leiste. Dann schmeißen wir uns mal so einen Trank ein, dann nehme ich Tränke. Falls du es dachtest, der Reinke hat einen Trank vergessen. Ja, nein. Ja, der. Da ist, zack, ist die Leiste wieder voll. Okay. Und jetzt schmeißen wir mal so eine Dämonenrolle an. Sehr gut. Warte mal, wollen wir erst mit ihm quatschen und dann erst beschwören? So auf jeden Fall, erstmal Quatschi Quatsch. Und dann verpissen muss Prime, wie ich liebevoll nenne. Kann man sich ja irgendwie verdrücken oder aber, nachdem du mit ihm gequatscht hast, wäre Zeit für nochmal Speicher. Das muss ständig hier wieder. Ja, das machen wir. Das machen wir. Aber können wir fliehen oder haut er mir dann in den Rücken? Das ist jetzt die Frage. Geht hier die Tür zu oder so? Also ein Fall geht da was runter? Geht? Nein, alles klar. Okay. Nun hast du es also geschafft, mich zu finden. Allzu lange warte ich nun schon auf deine Ankunft. Komm schon, tu doch nicht so, als hättest du das geplant. Was weißt du denn schon von meinen Absichten? Habe ich dir nicht die Suchenden geschickt, um dich auf meine Fährte zu locken? Habe ich nicht die Zeichen meiner Existenz so sichtbar hinterlassen, dass du mich gar nicht verfehlen konntest? Ei, ei, ei. So sehr du dich auch abwenden und finden magst, du wirst das alles nicht leugnen können. Was? Es gibt nur eine Sache, die nicht vorherbestimmt war. Du hast einen meiner Diener vernichtet. Er war dazu auserwählt, die Klaue zu tragen. Wie ich sehe, trägst du sie jetzt. Für diesen Frevel wirst du sterben. Lasern aus meinen Eiern. Okay. Ich bin Glamrock Dragon. Wir wollen ihn erstmal ein bisschen ausfragen hier. Das ist jetzt wichtig. Wir wollen die Story nicht. Wir wollen alles wissen. Veralbern hier. So, weiter geht's. Heute nicht. In wessen Auftrag führst du deine Schergen in den Krieg gegen die Menschen? Mein Gebieter ist der Herr der Nacht. Du kennst ihn. Du kannst seinen Ruf hören. Vincent Raven. In seinem Namen werden meine Heerscharen sich aus der Erde erheben und die Welt in Dunkelheit hüllen. Okay, wer bist du? Wer bist du? Das fragst du noch. Kehre in dich, du Narr. Du weißt, wer ich bin. Ich trage keinen Namen. Ich auch nicht. Du keinen Namen trägst. Das ist aber so geil. Ich erhalte die göttliche Kraft von meinem Schöpfer, so wie du die Kraft deines Gottes in dir trägst. Mein Schicksal ist die Zerstörung der Welt, so wie auch deine Hand den sicheren Tod bringt, Drachenjäger. Spürst du nicht das Band, das uns verbindet? Ja, du weißt, wer ich bin. Nein, das kann nicht sein. Xardas hat immer gesagt... Xardas ist schwach und keine Bedrohung für mich. Nur du allein bist würdig, mir entgegenzutreten. So steht es geschrieben. Die Zeit ist gekommen, dein Schicksal zu akzeptieren. Aber er hat so ein cooles Pentagramm. Wo hat der Pentagramm? In seiner Bude, Xardas. Ja, das stimmt. Xardas ist ein guter Dude. Der kommt hier ja gleich auch. Wollen wir das spoilern? Xardas hat ja vielleicht noch ein Wörtchen mitzureden. Das dürfen wir nicht spoilern. Nein, meinst du, nach 10 Jahren immer noch verboten, diese Information? Das kennt niemand. Werden alle gleich geschockt sein. Warte, ich mach Nebel an, dass das Bild wieder ausfällt, ja? Okay, Xardas ist unser Freund und ich hoffe nicht, dass er uns enttäuschen wird. Never. Warum bist du hier? Die mir verliehene Göttlichkeit wird mich beflügeln, die Welt im Strom der Gewalt zu ertränken. Erst wenn die letzte Festung der Rechtschaffenen gefallen ist, werde ich ruhen. Alter Schwede. Oh, Leute. Oh, oh. Final Fight. Genug der Worte. Ganz ehrlich, ich find's immer noch geil. Ich find's immer noch geil. Super. Diese Stimme, die kommt an. Ja, welche Stimme? Von ihm. Das ist der gute Bodo Henkel. Ja, ohne Scheiß ist das geil. Und dazu diese Laserballs. Ich bin angesprochen. Ja. Ich will ihn umbringen. Er will die Welt umbringen. Wir bringen ihn um. Ganz ehrlich, ich muss ihn beim ersten Mal legen. Ich kann diesen Kampf nicht neu laden. Okay. Was machen wir, wenn du es nicht schaffen solltest? Dann spiel's nochmal. Okay.
Okay. Von vorne. Okay. Aber pass auf, machen wir es zum ersten Mal ohne Hilfsmittel. Oder direkt? Nein, mit dem Dämon. Ich kann ihn nicht alleine legen. Mach ich dabei epische Musik an. Er kann Feuer spucken. Du kannst ihn alleine legen. Du ja, aber ich habe die Technik. Zu spät. Du schlägst zu spät. Ich habe die Technik nicht drauf und ich werde sie heute nicht mehr lernen. Insofern, ihr wollt nicht, dass ich trainiere. Ja, komm, er hat es aber versucht. Ja. Er hat versucht. Und, ne, er hat ja auch aus dem Chat noch ein paar Mal. Ich meine, er ist der einzig wahre Held. Machen wir uns nichts vor. Hier kommt schon. Harry, du geile Sau aus dem Chat. Ja. Geil. Ja. Okay, pass auf. Wir machen jetzt. Ich biete dir an. Wir machen jetzt schön epische Mucke. Ja. Dass du dich so ein bisschen so. Ja. Weißt du? Aber ich muss die Schläge und das Klatschen weiter hören können. Es darf kein Metal sein. Ne, ich mach epische Musik an. Okay. Das Klatschen seiner Nüsse? Das Klatschen meines Schwertes auf seine Nüsse. Und wie können wir dich unterstützen? Schnauze halt, ja, ne? Ja. Ja. Vielleicht sagst du irgendwie mal links, mal rechts. Weiß ich mal. Keine Ahnung. Oder ich laufe jetzt eh erstmal weg, die Treppe wieder runter, speicher ab, beschweren Dämon, gehe dann wieder rein und dann bin ich endlich genug. Hört sich nach Plan an. Oder willst du nur Trommeln hören? Kampftrommeln. Nee, es muss hier Epic. Es muss unser Epic sein. Es muss die volle, die grobe Kelle. Okay, liebe Leute. Der Reinko hat bestellt. Krogmann liefert. Willst du auch liefern? Wir werden es jetzt erfahren. Mhm. Reinko. Der letzte Fight. Quatsch. Der vorletzte Fight. Der vorletzte Fight. Gänsehaut. Vorletzte. Liebe Leute, lehnen Sie sich zurück. Wenn der Meister des Schwertes emporsteigt und das untote Gewänz aus der Bildfläche vernichten wird. Reinko, take my energy! Okay. Genug der Worte, genug der Worte. Du musst schon mal die Eins drücken. Hau ihn um! Genug der Worte. Ich werde dich dorthin zurückjagen, wo du ungetüm entkochen bist. Okay. Du bist noch nicht bereit, mich zu besiegen. Nur noch ein kurzer Moment und ich habe mein Ziel erreicht. Deine Gebeine werden mir dienen, um der Welt den Atem des Todes zu bringen. Okay, ich renne. Heldenhaft renne ich davon. Bring die Sau um! Treppe runter. Hier, siehst du das? Take my energy. Der ganze Chat schreibt take my energy oder hau ihn um. Boah, ich liebe den Chat. Take my energy. Yes, ich muss hier rübergehen. Das ist einfach nur episch. Björn, das sind Helden. Wir sind alle eins. Ich sag ja, besser Fresse halten. Der Micha, der macht das schon. Hey, pass auf, jetzt kommt hier der... Wir wollen jetzt nicht einen Drachenzepper verwandeln. Wir wollen einen fucking... Ein Homie. Golem. Nein, nee, wir wollen einen Dämon beschwören. Jawohl. Ja, das ist gut. Oh, okay. Geil. Komm, mein Freund. Was war das für eine Nummer? Scheiße. Ich glaube, die 3, die oder? Die neun, sorry. Okay. Take my energy! Hilf mir auf meinem Pfad gegen das Böse. Er muss von der Windfläche verschwinden. Und ich korrigiere somit meinen grammatikalischen Fehler, den ich eben gemacht habe. Und so geht's jetzt los. Du lenkst ihn ab, ich hau mir den Rücken, alles klar. Okay. Bam. Hau ihn um. Komm mit, du fiese Visage. Okay. Ja. Guck mal hier, schieß auf den. Ah, ah ja, genau. Dämon! Nein! Nicht auf uns! Das tut überhaupt nicht weh! Wo ist denn der Dämon? Wo ist denn der Dämon? Dämon, hilf mir! Yes, okay. Jetzt aber! Jetzt sterb und unser Drache! Bereit euch vor den Super Sieg Metal Track! Ja, komm, weiter! Heilig! Du hast ihn! Nein, das ist der Dämon gewesen! Nein, oh Gott! Der Dämon ist tot! Fuck! Was geht ab? Das Tor geht auf! Ihre kommt raus, okay, oder was? Ich an den Spießern. Aber da ist doch irgendwas passiert! Was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Oh, was ist denn da? Das kann doch nicht wahr sein! Rein, Chor! Belia beherrscht ja wohl jeden Trick! Härtere Geschütze! Nochmal! Oh. Nein, heil dich, du! Mal. Sauber! Heilung! Okay. Also so ein Homie zu spawnen, um den Typen abzulenken, den Drachen, ist gar nicht so... Ja, okay, nochmal. Ne? Wir machen das nochmal. Jetzt hole ich meinen Freund, den Golem. Er wird mir aushelfen. Aber er kann sich heilen. Er kann sich heilen, der Drachen, das weißt du, ne? Er ist jetzt wieder voll, oder was? Ja, das müssen wir dann... Ah, okay, wenn das so wäre, okay, müssen wir laden. Okay. Ja? Ja, aber der Dämon ist stärker als der Golem. Ja, pass auf. Wir machen das. Der Reinkor. Ah, ich habe noch einen Dämon, alles klar. Okay. Und es ist noch ein Dämon. Wir holen noch einen Dämon. Mach die Musik okay, wieder an. Okay, warten Sie. Okay, sie startet vorne, ganz alleine von vorne. Ich habe meine Rüstung an. Los geht's. Ja, hier, okay, er geht gleich drauf. Oh.
Ja. Energie im Arsch. Nein, er hat wieder voll Energie fast. Rein, Chor! Ah, ich hab den Golem gehauen vorhin. Ja. Deswegen, ich hau die ganze Zeit den Golem. Ach, was soll's. Hau ihm in die Eier! Mann! Ja, komm! Hau ihm die Scheiße weg! Komm! Nochmal! Ah, Scheiße! Ah. Ist egal, ran da! Pack mal rein, von der Seite! Schnell ran! Weiter! Hau ihn! Ich hab ihn gehauen! Heilig! Egal! Okay, okay, es ist ja gleich auch wieder voll. Oh, die Sau, halt hol den Golem raus, sofort den Golem raus! Der muss ran! Der muss laufen! Ist super. Der muss sofort für dich ran! Ja! Scheiß auf die Heile, Golem raus! Ich hab immer noch. Nein! Ah, okay. Nein, die miese Sau, ey! Diese Pisse! Was wir müssen neu laden, warte, ultra neu, das war's, ne? Ultra neu und dann zur Seite hüpfen. Ja, okay. Wie nennt man das? Ich habe den Reinkor gelandet. Nein, nicht die Waffe einstecken, ausholen. Da steck ich auch nicht der Plan. Alter! Was machst du da, du? Heulung. Okay. Und wieder rein. Golem. Und Trank. Ja, hol erst den Golem. Ja. Und raus. Dämon. Noch ein Dämon. So, jetzt aber. Genau, hol die komplette Armee, ey. Komm. Die dumme Sau! Ja, der hat doch noch, Kein Nebel. Okay. Rauf da. Jetzt hast du ihn gleich. Ja. Mach ihn platt. Ja. Yes, high five. Harry. Geil. Macht. Oh, was ist das? Geil. Ja, weiß auch nicht. Ciao, Leute. Den geht man nach Hause. Okay. Ein bisschen epischen Metal vielleicht? Ja. Sieg-Metal? Haut was raus. Okay. Rein-Core-Kill! Warte! Mein Gott! 9-2! Ja! Okay, ich will seinen Körper looten. Loote seinen Körper! Und dann? Was gibt's hier? Okay, Drachenschuppen. Die habe ich schon. Ich will mal ein Bier, gib mir mal ein Bier. Ein volles. Ich habe mein Bier ausgetrunken. Ey, warte, erstmal Sumpfkraut, ganz kurz bitte. Sumpfkraut? Oh, Sumpfkraut, okay, wäre so cool. Okay, ja. Mach mal ein bisschen Chillmucke an. Ja. Der Renn ist zurück zu unserer Crew, oder? Ja. Alter, wirklich. Aber machst du an? Mhm. Warte. Nee, die Sumpfkrautmucke. Die aus Korin ist, die war so gut. Das ist die Sumpfkrautmucke. Ja? Ja, glaub mir. Na gut. Oh, Leute. Ach, stimmt, du hast recht. Warte. Sauber. Leute, nach der Arbeit kann man sich doch mal entspannen. Jawohl. Wie seht ihr das denn? Ja, läuft. Ihr war eine Frage eben, ob auch Sumpfkraut bei euch am Start war, als ihr das fertig gemacht habt. Nee, wir saufen lieber. Okay. Ehrlich gesagt. Liebe Leute. Ja. Ohne einen krachen lassen, aber saufen. Ja, ist ja auch okay. Saufen. So, alles klar. Haut es raus bei Twitter. Die Sumpfkraut-Party geht los. Bitte, jetzt geht's hier ab. Das ist der Sumpfkraut-Track. Harry liebt ihn. Ich finde es so gut. Ey, guck dir das an. Das ist die maximale Entspannung. es ist so. Ach komm, wie er jumpt. Ja, ich hab den Drachen getötet. Die Deckung darf nie aufhören. Wirklich. Oh, ich muss...
meine Realität. Ich muss mich selber krönen. Oh, es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Maximale Entspannung, Freunde. For 20 more, für alle! Woohoo! Yeah. Oh yeah. Ein guter Song, ne? Danke. Was geht ab? Was geht da als Tipp? Alter. Timo, zeig dich auch mal! Alter. Der war. Hey, Timo. Weißt du, wer ist das? Diego! Diego, Musik aus! Diego, was hast du dazu zu sagen? Diego ist ein Erzfeind. Diego ist ein Erzfeind, ne? Ich hasse Diego. Ja, okay. Hast du ihn so sehr, dass wir ihn jetzt noch töten? Ist sein Blutdurst nicht gestillt? Er muss sterben. Nein, Diego ist Diego, Alter. Ja, der Mieter hat sich so ganz perform. Bei fucking Gorn, der wirklich strunzdumm war, haben die Leute sich schon derbe aufgeregt. Wir können nicht Diego umhauen. My heart will go on. Ich kann mich nur erinnern, wo du das erste Mal vom Bullet auf die Fresse bekommen hast. Ja, nämlich. Da hat er mich auch nicht mit angepackt. So, da hat er uns auch fallen lassen. Das stimmt. Also ich will ihn für seinen Schnauzbart auf jeden Fall umhauen. Das wäre Grund genug so. Aber dieses alles andere. Let's Play ist der König aller Let's Plays, habe ich gerade gelesen. Und ich muss das rausposaunen, was mich so glücklich macht. Warte mal. So. Erstmal sagen, was ist das hier? Es ist vorbei. Wir können uns wieder verdrücken. Jetzt schau dir das an. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht eine solche Anlage gesehen. Wie hast du es nur geschafft, an diesem Ding vorbeizukommen? Und die Dialogkamera ist auch betörend. Wenn du das sagst. Was wirst du nun tun? Gute Frage. Ich denke, ich werde erst einmal nach Corvinis zurückkehren. Reden quasi es gibt auch keine Diebesgilde mehr. Dadurch eröffnen sich interessante Möglichkeiten. Classic Bad Cap. Vielleicht übernehme ich auch. Das ist Kunst, verdammt. Das ist Kunst. Damit ist immer Geld zu machen. Ehrliches Geld. Oh, noch einmal seine Schenkelbürste, ey. Kann ich nicht aus dem Tier verschärfen. Okay, er darf leben. Du willst ihn nehmen lassen? Ja, dann bin ich auch dafür. Ich finde, er war auch nochmal nett zu uns. Kann man nochmal mit ihm reden? Ganz also, Diego, man muss dazu erzählen. Ich will da mal die Buttcam ausprobieren. Auf die geht. Einfach kurz mal gehen. Die Buttcam. Ja, die wird nicht normal funktionieren. Ja, aber, ach, schade. Da ist er doch. Ich finde auf jeden Fall seinen Gang drauf, geil. Drück mal drauf, drück mal drauf. Warum? Er weiß, was er geleistet hat, der Diego. Ach, was willst du denn noch von ihm? Ja, die Buttcam funktioniert nur dann, wenn er so. Jetzt sagt er das selber nochmal. Jemand, den da so blöde. Ich weiß auch, wer das war. Ich selber. Den dahin platziert, so, ne? Das finde halt irgendwie. Okay. Ja. Die Dialoge. Aber der hat auch einen geilen Gang drauf. Der hat einen richtig breitbeinigen Gang. Der hat so einen richtigen Cowboy-Move, ey. Ich gehe ins Bordell. John Wayne ist Big Reggie. Ohne Scheiß. Der chillt auch. Hier, der hat wieder diesen Song drauf. Hier, den kenne ich doch, den er hört gerade. Pass auf den hier wieder. Diego ist der Geilste. Oder Tim? Yeah, nenn mich Diego. Was geht ab? Ich gebe dir jetzt gleich ein paar Schlägos, yeah. Und danach geh ich ins Bordell, und zwar schnell. Was geht ab? Du bist geil. Nein, ich mein geil, du werdest Teil, was? Twitter Gothic 2, Oh Mann. Es soll auf Platz 1 trenden, nicht Platz 3 wie jetzt. Es soll auf Platz 1 enden und nicht auf Platz 3 enden. Du bist am Verenden, denn du bist der Tod. Dicke Bolts in meinen Hof. Okay, denn Milton. So, das war die Werbung. Willkommen zu Milton. Ich habe Pedro gefunden. Was? Wo? Hier auf der Insel? Verdammt, er ist aber auch wirklich unglaublich. Für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten. Ich werde mit ihm bei Zeiten noch ein Hühnchen rupfen. So, das reicht aber mal. Jetzt ist Schluss. Der Tempel ist entmachtet. Wie schaffst du das eigentlich immer? Oh, der ist richtig begeistert. Das weiß ich auch nicht. Ja, wirklich? Werden wir jemals zur Ruhe kommen? Verdient hätten wir es jedenfalls. Na komm, mein Freund. Ich glaube, du brauchst jetzt erstmal eine Mütze Schlaf. Geh am besten gleich zum Kapitän und lass uns ablegen. Okay. Oh, ich glaube, Milton hat keinen Bock mehr. Nee, Milton ist aber schon so lange. Er hat einfach keinen Bock mehr. Jetzt ist auch mal gut gewesen. Ja? Du hast recht, Björn. Er stand auch lange vorm Kloster rum. Ja. Also, ich hätte es geil gefunden, wenn es einfach auf so eine Partyinsel weiter. Schön wäre doch mal noch so ein Schalterrätsel. Oder ja, nee, das lassen wir mal lieber. Ja. Warte mal, wer ist das denn was da? Alter! Was ist denn da los? Der letzte, pass auf. Der steht da einfach noch. Warte mal, steht er da wirklich? Ja, der steht da immer noch. Das ist da ja abgefallen. Ist er. Oh, nein! Junge, dein Gott ist tot. Alle anderen sind tot, du bist hier aber, ganz alleine. Aber der sucht nur einen Job. Aber ganz, warte mal, ganz kurz bevor du hingehst. Es ist keine feige Sau wie der andere. Er steht mitten im Weg. Sorry, der Dude ist richtig cool. Er ist geil. Lass ihn am Leben, er ist geil.
Der ist richtig cool. Wer so viel Balls hat, am Leben lassen. Ohne Scheiß. Ich laufe hier gerade, ich bin der Held, ich laufe an ihm vorbei. Guck mal, alle laufen an ihm vorbei. Er steht da einfach und guckt uns an. Er sagt so, fuck you all. Ich habe nie so einen coolen Typen gesehen. Ja, was ich möchte mit ihm kämpfen, um zu sehen, ob er so stark ist, wie er aussieht. Vielleicht will er sich ja jetzt so anbiedern oder sowas. Sprecht mal mit ihm. Er will mich nochmal verfluchen. Ah, er gibt nicht auf, er ist ein Gläubiger. Er will weiter verfluchen. Ja, er ist eine Verfluchungsmaschine. Und er kann nicht ablassen. Geh weiter, hat er gesagt. Hast du ein Problem, geh weiter. Er hat gesagt... Hast du ein Problem? Er hat gesagt, hast du ein Problem, geh weiter. Noch ein Problem. Besser ist es. Noch ein Problem. Besser ist es. Er hat mich gefragt, ob ich ein Problem habe. Ja, ich habe ein Problem mit ihm. Es ist ein Staring Contest. Ich meine, guck dir den Dumm an, der ist jetzt arbeitslos. Ich meine, der ist arbeitslos, wütend, frustriert, ich kann das verstehen. Ja? Ja. Und auch seine Hört Religion das auch mal auf? Wurde eben ausgelöscht, macht einen sauer, kann ich voll nachvollziehen. Also ich mag ihn, ich mag ihn. Aber wenn er mich so anguckt, je länger er mich so anguckt, desto weniger mag ich ihn dann doch. Welcher Idiot hat eigentlich meine vorgeschlagen, den Werte bauen gerade ab. Ja? Ich glaube, ich war das. Die Skala der Nettigkeits... Das? Gott sei Dank. Die Welt der Höflichkeit ist, hat er gerade verlassen. Die Welt des Schmerzes hat er betreten. Kannst du mal Escape drücken oder so? Ich bin für ihn. Er hat die fucking Welt des Schmerzes. Jetzt hat er die fucking Welt des Schmerzes betreten. Jetzt hat er mir zu lange angeguckt. Mann! Hör auf, mich so anzugucken. Jetzt raste ich aus. Okay. Ja. Oh, alles klar. Du hast es so du hast Spalt. So. Ey, was da die Ein Arbeit kurzen Todesmetal per Track, bitte. Du kommst da bis tot. Welt des Schmerzes! Alles klar, Suchender. Ach, das war doch schön. Du warst ein Guter. Ich muss sagen, du warst wirklich der Beste, ne? Er war der Beste, oder? Er war der Beste aus der Truppe. Oder hat wirklich die ganze Zeit nur Sumpfkraut am Start gehabt und ist jetzt aufgewacht. Boah, was für eine Party hier, Leute. Ach so, verfluchen, alles klar. Ich hänge hier in meinem Turm ab und es ist ganz geil. Okay. Diese Idioten, diese Brücke ausfahren, ey, was soll das? Oh Mann. Lester, was hast du zu sagen? Lester Backe. Du hattest recht. Mario hat uns verraten. Ja. Ich merke ja sonst nichts. Aber dieser Fall war klar für mich. Sei in Zukunft ein bisschen sorgfältiger bei der Wahl deiner Gefährten. Das ist schon so ein Klugscheißer-Modus, nachdem ich den toten Drachen umgehauen habe? Unglaublich. Brauchst du vielleicht auch aufs Maul. Besser ist es. Wird ja von dir erwartet. Du bist der Held. Du bist der Held. Du bist ja auserwählt. Können wir einen Tod dem Lester-Track bekommen? Ja, aber Lester ist auch cool. Lester es gibt so ein paar. Ist ein Guten. Er ist Family. Lester ist Warte, Family. Warte, ich muss mich kurz entscheiden. Okay. Der ist ein Guten. Ja. Das geht nicht klar. Den müssen wir leider leben lassen. Ey, wir finden auf dem Schiff noch der Kapitän. Den kennen wir nicht gut. Wie heißt der nochmal? Paulsen oder so. Jürgen heißt der. Jürgen. Und er wollte nicht, dass Torloff mitkommt. Ja, ihr habt euch einfach zu früh für einen Kapitän entschieden. Das ist das. Ne? Also das Ding ist, wir haben noch eine lange Erzfeindesliste, die wir nach der Werbung, die in 36 Sekunden startet, werden wir die Erzfeindesliste abarbeiten. Ihr wisst alle, was noch kommt heute. Und wir wollen nicht noch mehr Leute auf die Erzfeindesliste drauf. Pack ein paar Kommentare aus dem Chat, ganz kurz. Lester ist euer Dealer, Lester ist der Geilste, Lester 420, lasst ihn am Leben. Lester hat ihn. Lester ist cool. Lester ist der Geilste. Hach, ich werde dieses Let's Play vermessen. Ach, Tim und Gastband, Album ist gekauft. Jon und Harry, geilen Boys. Super. Das war's. Danke, Chat. Dankeschön. Ihr seid die Geilsten. Wir geben uns hier weiter. Es ist Ganja Lester, liebe Damen und Herren. Also, wie Micha schon gesagt hat, ein bisschen Metal in die Pause vielleicht? Wir sind Gewinnertypen. Okay. Wir gehen mit Metal in die Pause jetzt. Lester, mein bester Freund. Lester, mein bester Freund. Yeah. Yeah. Lester, mein bester Freund. Yeah. Woo, woo, woo. Gothic 2 ist auf Platz 2! Kill with me! Die, die, die! Kill with me! Die, die, die! Was? Okay.
was zum Teufel passiert hier heute? Was hier gerade passiert? Du hast gar kein Mikrofon. Ach so, warte mal. Also, Michael Reinke kleidet sich an. Er bereitet sich vor. Ich wollte mir gerade den E-Roll-Pullover anziehen. Einfach nur, um mich schon mal so innerlich vorzubereiten. Leider passt er mir nicht. Über die Rüstung drüber. Und die Rüstung ist an mich festgeschmiedet. Nein, wir schaffen es. Wir ziehen es hart drüber. Das geht nicht. Wir ziehen es so deutlich. Ich spüre meine Arme schon nicht mehr. Okay. Ich spüre meine fucking Arme nicht mehr. Das ist fucking E-Roll-Power. Du willst, dass ich meine Arme verliere? Willst du, dass E-Roll gewinnt? Frage ich. Ja, zurück. Okay. Ich opfere meine Arme für dieses Let's Play. Alles klar. Ja! Ja! Yeah! 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 Mach Bassdrum-Mucke. Stampf raus. Alter, sieht aus wie Chili da, Alter. Alter, ist das geil. Sauer. Und damit ist der Hass auf E-Roll noch größer geworden. Denn auch seine Merchandising... Ich sehe aus wie ein Fan von E-Roll. Auch seine scheiß Merchandising-Artikel passen nicht. Ich sehe aus wie ein Fan... Das nimm mal das Mikrofon, wenn du das sagen willst. Das ist geil. Das kann nicht sein. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Wie dumm oder was? Lieber keine Arme mehr, als dass E-Roll gewinnt, sag ich. Ja, exakt. So, jetzt reicht's mir. Jetzt bin ich echt recht sauer. So. Also, was machen wir jetzt? Sumpfkraut. Rennen wir noch zur... okay, wir wollen das Ende hier noch ein bisschen erleben, ne? Wir wollen das Ende erleben. Das ist ja alles klar, dann quatschen wir nochmal mit Lee. Alles klar, was hast du zu sagen? Hier, übrigens, sieht aus wie... jetzt kratzt mich aber was im Rücken hier. Ach, die Krone. Oh, auf den Kopf damit, du. Was ist denn mit deinem Mikrofon? Okay. Warte mal, ich setze das gleich auf. Gut. So. Gut, das ist ja geklärt. Wir können es wieder aufbrechen, Till Lindemann. Guck mal, wie heißt die Band? Tomb of Giants. Der Feind ist tot. Sehr gut. Dann sagt dem Kapitän, dass er ablegen soll. Du bringst mich doch noch zum Festland, oder? Ja. Korenes wird auch ohne dich auskommen. Dann kann ich dem König endlich meine lang ersehnte Aufwartung machen. Hm. Alter. Ich habe lange darauf gewartet. Hey. Was meinst du? CEO in Gothic 3, sollte es sich am Ende doch noch bezahlt gemacht haben, Geduld zu bewahren? Geduld und die passenden Argumente. Ja, ohne ein bisschen Waffengewalt geht es nicht. Es war mir eine Ehre, mit dir in die Schlacht gezogen zu sein. Mögen sich unsere Wege auch nach diesem Abenteuer irgendwann einmal wieder kreuzen. Also erstmal viele Leute schreiben, ob du mit E-Roll rummachen willst. vielleicht werde ich mit seinem toten Kadaver ein bisschen rummachen. Ja, nice. Bisschen Boysahne. Okay. Nein, ich bin nicht Nekrophil, ich bin nur voller Hass. Okay, na klar, das sagen dann die meisten. Ja. Das ist okay. Und ich soll allen Leuten hier viel Liebe nochmal verkünden. Das wird ja sehr oft gefordert. Das mache ich jetzt mit dieser Jetzt gerade brauchen wir viel, viel Hass. Wir brauchen Wut, Hass, wir brauchen die schlechten Gefühle. Wir brauchen die dunkle Seite der Macht, um diesen fiesen alten Rentner-Tyrannen endgültig in den Staub zu kloppen. Ja? Okay. Haben wir letzte eigentlich gesagt, dass wir abhauen? Ja. Wir haben gesagt, wir fangen... Ja. Der chillt hier noch ein bisschen. Guck mal, was ist da los? Was passiert da? Was ist da? Alter, Leute, was passiert hier? Flash den Content? Okay. Das ist gut. Leute, die Gewalt wurde angekündigt, es wird brutal. Ja. Denn, ich habe schon gesagt, ich werde ihn mit einem Stock töten. Ich werde ihn mit einem Stock töten und ich werde ihn auch erstechen. Kannst du das Stock. Sagen, wie jeder, du der weiß, hast, der schon mal, jeder, der schon mal Leute... Wie ein Mafia-Boss. Jeder, der schon mal Leute mit einem Stock versucht hat zu erstechen, weiß... Jeder, der schon mal versucht hat, Leute. Das geht nicht so gut. Weil das ist stumpf. Ja, da musst du richtig viel Druck ausüben, damit das reingeht in den Körper. Ich werde ihm ein Angebot machen, was er nicht ablehnen kann. Exakt, ich werde genau das tun. Ich werde Dorn, hörst mit Stärke 181 in seinen Körper bohren und hoffen, dass das Ding nicht morscht. Du brauchst das Amulett jetzt ja nicht mehr. Genau, ich habe 191 Stärke und deswegen werde ich mit einem Baumstumpf ihn erschlagen, mit einem Stöckchen. Und wir fahren jetzt auf die Reise ins Nirgendwo und laden dann einen Spielstand, wo wir ihn noch schlagen können. Unglaublich. Aber maximale Realität confirmed. In Ordnung. Wie kann es sein, dass Diego jetzt schon auf diesem Schiff steht, wo ich ihn doch gerade überholt habe? Sprich ihn an. Okay, das habe ich gerade schon gesagt. Okay, wir gehen zum Captain. Wer sitzt denn da gerade? Wer denn neben ihm? Nein, wir müssen doch nicht mit allen Leuten reden. Ey, bitte, warte mal ganz kurz. Laris haben wir eh schon gesprochen. Aber es ist eine super lange Reise gewesen. Die fahren mit uns jetzt auf diese fucking Insel, sind vor ihrem Tod und wir haben die... Und was haben sie gemacht? Nichts! Ja. Aber wir haben alles gesessen. Wir haben hier gesessen. Und wir wollen hier gesessen, meinten, okay, geh los, hau den Drachen um, wir sitzen hier, trinken rum und fahren danach weiter auf die Partyinsel. Dann lass uns die ein bisschen teabaggen.
Okay, ich versuch's ja, ich kann's nicht. Wo ist die Teabagging-Option, wenn man sie braucht? Habt ihr irgendeinen Cheatcode, mit dem man sie teabaggen kann? Alt F4. Alles klar, Alt F4. Bitte, dich kümmert der ganze Scheiß überhaupt nicht. Okay, der Ton ist aus, warum? Nee, vielleicht haben wir wieder was gemacht. Hast du was gemacht da vielleicht? Nein, ich hab nichts gemacht. Habt ihr oben Soundcard? Habt ihr denn? Nee, wir auch nicht. Okay. Das ist doch mal ein guter Grund, um zu speichern und einen neuen zu speichern Spot und dann vielleicht nochmal einen kleinen Restart anzubieten. Mhm. Liebe Regie, könnt ihr euch schon mal, also ich weiß ja gar nicht, haben wir noch so ein paar Einsendungen bekommen eigentlich zwischenzeitlich? Ist da was reingeflattert bei euch? Also ich brauche nur ein Feedback, wenn ihr sagt, ja gleich, dann ist auch okay. Wissen die, wo sie gucken sollen? Auf Twitter? Wir eigentlich die einzigen noch in dem Gebäude ja, hier? Oder? Ich glaube, Erol räumt da oben. Okay, ich mach auf. Warte kurz, ich gebe euch mal was zu futtern, Freunde. Hier. Kleinen Pilz für euch. Jawohl, her damit. Hey, nein, nein, nein. Vielleicht seid ihr gut drauf. Also, Timo, Steffen, seid ihr noch am Start? Ja, hallo. Hallo. Hey, hallo. Hi, jawohl, geil. Hallo. Alter, was geht ab? Das waren wir. Okay, ich dachte schon, man sieht euch. Da, geil. Ach, Robin, guck gerade. Ja, habt ihr noch so einen Clip gleich? Wir haben noch einen Clip. Haut mal Clip raus. Ja, okay, das wäre dann Clip Nummer 4. Ich hoffe, ihr habt euch gemerkt, wie die ersten drei waren. Absolut. Ja, absolut. Alles klar, wer ist bisher euer super Favorit? Was war das Beste bis jetzt? Also, ich muss schon vom Aufwand muss ich sagen, dass mit den drei Kollegen, die wirklich unseren Sound ja genommen haben, das ja war sehr aufwendig. Das war sehr aufwendig, ja, ja. Dann der Typ, der da so saß, da habe ich mich so ein bisschen wiedergefunden. Mhm. Fand ich gut, hat mich angesprochen. Also, ich habe ja einen Sympathiepunkt bei das mir gewonnen. Das kam von ganz tief drin. Das kam von ganzem Herzen und das habe ich. Moment mal. Das habe ich geliebt, ja? Mhm. Das war sehr schön. Mhm. Und Mathe Nummer 3, was wir gesehen haben, was war das nochmal? Das war, achso, das war diese schöne Szene da in der, was war das, im Flur oder in der Küche, ich weiß gar nicht, was das war. Mhm. Das war ein guter Anfang. Geilen Bewegung wieder. Das war so pornös. Das war ein guter Anfang für ein Porno. Und da hat noch jemand Pilz gefressen anscheinend. Ja, das heißt wohl, dann geht jetzt noch eine kleine Matz hier rein. Her damit. Okay, komm, Feuer ab, Freunde. Hast du schon wieder mein Bier ausgetrunken, unfassbar. Ja, ich weiß nicht. Oh, das... Hey, du! Finger weg von meinen Töpfen! Das sind meine Töpfe, verstanden? Ich bin hier für das Essen verantwortlich. Und das bedeutet, hier hat niemand was zu suchen. Ich hoffe, das war verständlich. Wer hat ausgerechnet dich zum Koch gemacht? Das war Kommandant Garot. Denn vor meiner Zeit als Gefangener war ich Koch. Mit vielen Nebel. Okay, ich finde das sehr gut. Warum hat man nicht eingeguckt? Naja, es gab da mal ein Missverständnis zwischen einem Gast, einem Hackebeil und mir. Was zur Hölle tut er? Zeig mir deine Ware. Such dir was? Okay. Das ist okay. Oscar-würdig. Er hatte keinerlei Hilfe. Er hat alle Rollen zugleich gespielt. Ey, wirklich. Er steht in seiner fucking Küche um, weiß ich nicht, um 9 Uhr. Man dreht die Scheiße da weg. Hammer. Ja, okay. Ich ja, geil. Ich muss, ich also ich muss sagen, bis jetzt... ja, fairerweise. Für eine Einzelperson, ja? Ist ja, das die beste muss, Leistung gewesen? Man muss das berücksichtigen. Man muss das berücksichtigen. Also mit 4 Leuten, also er hat 3 Leute gespielt, im Grunde gerade. Und das fand das ich schon Hammer. Episch. Und er hat seine Küche auch schön hergerichtet. Ja. Ich war im Spiel. Ja. Ich habe es gespürt. Du hast auch die... Du hast ich auch, hab's gespürt, hast, ja, du, ja. Jörn ja hat eben die Bewegung ja gemacht, habt ihr nicht gesehen, hat die Bewegung gemacht und dann kam sie danach. Sogar die Gestik war ja richtig wirklich genau. Das war genau diese klumpige Gothic 2 Gestik. Super geil. Alle lieben. Ja. So. Okay. Einen haben wir noch. Oh, wir haben noch ja einen, okay. Okay, ja. Okay. Guter Anfang. Nein, warte, er muss gewinnen. Dass ich für ihn die Banditen umbringe. Aber Greg sagt, ich soll für ihn Holz sägen. Man weiß gar nicht mehr, was man noch glauben soll. Alligator Jack, er ist tot. Er hat auf die falschen Leute gesetzt. Ritsche, ratsche, die ganze Zeit. Oh. Nun, jetzt wo er tot ist, aber das ist wirklich nicht mein Problem. Alle anderen Piratenjungs sind nur noch am Saufen. Genau wie ich natürlich. Tim, kannst du mir mal ein Bier geben? Das ist der Sam, oder? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich glaube, das ist der Sam, oder? Ja. Der ist auf jeden Fall. Steck die Waffe weg! Oh. Steck endlich die scheiß Waffe weg!
Das war Freestyle am Ende. Wie soll man sich da entscheiden? Naja, aber sagen wir mal so, die letzten beiden waren auf jeden Fall jetzt schon mal top 2. Also auf jeden Fall. Ja. Sehr authentisch. Ja, war sehr gut. Und vor allem war auch die Szene hat uns so geprägt in diesem Let's Play, wo wir da Piratenlager, oder? Ich kann euch nochmal was ansprechen, ganz kurz, bevor wir das spielen. Was hat euch da geritten jetzt mal ohne Scheiß? Wollt ihr bekloppten Lager oder was war das da? Wir sind die Arschgeigen aus dem Ruhrpott und wir dachten, die Piraten sind am nächsten dran an uns. Also, aber warum sägen die Piraten? Saufen und irgendwie sägen. Party, ja klar. Aber Party ist ja unspannend. Ja? Ja. Da müssen ja schon ein paar irgendwie Monster kommen, dass wir denken, zu den Waffen! So, ja. Okay. Nein, ohne Scheiß. Man kann sich nicht den ganzen Tag einen braten. Man muss auch mal sägen. Ja, bei euch einen braten macht auf jeden Fall Spaß. Ich brauche ein Bier. Okay. Ich brate mir einen. Fantastisch. Will ich. Nein, ganz groß, also wirklich fabelhaft. Er hat gut erkannt, wie man seinen Hass schüren kann. Ja, mit Sägen nämlich. Ja, Platz 1 oder 2. Wir müssen dann mal schauen. Falls noch mehr reinkommt, müssen wir uns am Ende gegen diese beiden entscheiden. Aber wir machen ja eh einen Community Vote zwischen unseren drei Favoriten, hat er gesagt. Exakt. Ne? Okay. Genau. So, alles klar. Wir's. Dann machen wir erstmal dieses Spiel zu Ende. Ja, wir machen erstmal das Spiel zu Ende. Da war ja noch was. Nee. So. Okay, Hammer-Dialog. Lachris ist einfach ein richtiger, ein Smalltalk-King, wie ich ihn nenne. Ist einer dramatischen Szene würdig. Mann, kurzer Worte. Ja, ich dachte, das passt schon. Ich bin mitgefahren, weil dann bin ich nicht bei der Ollen. Bester Grund überhaupt. Okay, Pedro. Haben wir mit Pedro schon gesprochen? Nein, ich glaube nicht. Müde? Müde? Ich bin völlig fertig. Leg dich in die Wovon Kohle. Wovon denn du? Wir sind bald wieder auf See. Danke, Mann. Ich dachte schon, ich kippe hier noch von der Bank. Gute Nacht. Er hat nichts getan. Was ist denn? Wo lauf ich mit der? Er hat fucking nichts getan. Verprügel ihn bitte. Einmal schlagen. Das kann nicht wahr sein. Also, halt mal mein Bier. Und keiner schmiedet auch gerade. Wir brauchen noch Waffen. Reicht's mir. Ich muss dir mal ein bisschen Gehorsam einprügeln hier. Das geht gar nicht hier. Was macht der? Jetzt springt er da hoch. Ist der lustig oder was? Es reicht. Hör auf, wegzulaufen. Der legt sich wo läuft der denn hin? Der legt sich in dein Bett? Legst du dich in mein Bett? Ich mach dir so 80er Jahre Schlagmusik an, okay? Was soll denn? Das ist mein fucking Bett. Da steht mein Name drauf. Ich hau ihn um, ey. Wer ist das denn? Bennett. Nee, der ist cool. Der ist das ist dein Spiel. Der macht. Aber Leute im Schlaf erschlagen geht nicht. Warte mal kurz. Ja, komm, versuch's steh mal. Steh auf und stell dich mir. Verdammt, was willst du? Okay, danke. Das reicht für Ehre. Jawohl! Yeah! Er zieht seine Crew. Mit allen Mitteln, die er hat. Guck mal her. Käse hat er gehabt. Hat er nicht geteilt mit der Crew. 11 Goldmünzen. Kann man auch mal teilen. So ein Kraut gehabt. Ein reicher Mann. Unfassbar. Panasi. So, wie geht's hier los? Okay. Können wir einmal mit Bennett quatschen? Einmal noch mit Bennett. Mit Bennett, aber der schläft doch. Nee, Bennett war wirklich ein guter. Da muss ich Björn recht geben. Der hat uns geilen Scheiß geschmiedet. Ein guter Schmied, der hat immer Bock gehabt, wir haben ihn befreit. Mhm. Und ich habe wirklich eine Beziehung zu ihm aufgebaut. Ich habe auch eine Beziehung zu einem Spiel aufgebaut. Das tut mir leid, aber nach einem Jahr ist es soweit. Ja, es ist merkwürdig. Also, ihr könnt mich einweisen. Sehr gut. Ja, dann hat der Hoshi wohl einen guten Job gemacht, weil der hat ja nicht geschrieben, den Bennett. Ich kann diese olle Spiele nicht mehr sehen. Ich brauche wieder festen Boden unter den Füßen. Er ist auch ein Guten. Okay. Wir müssen mit allen quatschen oder können wir direkt mit dem Kapitän sagen? Können wir wahrscheinlich, aber ganz ehrlich, was bist du denn? Ab nach Malle. Was bist du denn für? An der Malibu. Malibu. Malibu, Entschuldigung. Ich mach noch ein bisschen epischen Nebel für mehr Dramatik. Das ist ja Jorgen, oder? Schwere Ork-Axt nehmen wir natürlich noch mit. Man weiß nie, ob man die noch eine Nebelmaschine für zu Hause. Ist geil, ne? Ja, wenn es dramatisch wird, immer irgendwie so. Wirklich, liebe Leute, jetzt könnt ihr verstehen. Selbst Björn sagt gerade, aber vorhin, als du mitten im Endboss-Fight... Ja, aber es war auch dramatisch, man muss es schon zugeben. Ja, aber da dachte ich kurz, du hast jetzt einfach die ganze Maschine hier ausgemacht. Ausgewiffen im Nebel. Hier, nimm mal deine Creme hier. Ja, alles klar. Ich glaube, ich habe gleich mit allen gesprochen. Ich renne hier nochmal hoch, aber dann kann die Reise losgehen. Das habe ich auch. Jorgen fehlt dir noch. Dann kommt Mighty Abspann. Ja, Jorgen. Ja, Jorgen ist ja der Abschluss der ganzen Geschichte. Der ist der Kapitän. Schon, ja. Ja. Wo ist denn hier das Steuerrad? Uiuiui, das tut weh an Knien. Noch mehr Ärger kann ich nicht sagen. So. Können wir dann nach oben, bevor wir mit unserem Chefkapitän reden, noch einmal kurz an durchziehen? So als zum Abschluss am Aufschiff. Ja, ist das Jorgen hier? Alles klar. Also wirklich, oder? Ich mein, das heißt, das letzte Tat, bevor wir jetzt einen durchziehen und Jorgen ansprechen, dass er weiterfahren soll, ist einen durchzuziehen. Das werde ich jetzt tun. Eine lange Reise. Ich mache das euch, ich mache auch die entspannende Musik an. Wo? Das Inventar ist so geil gegliedert. Das macht immer wieder Spaß. Liebe Leute, ich finde den Stängel nicht. Ich hoffe, ihr seid finde meinen Stängel nicht. Reinke, die Hose auf! Reinke hat Probleme, seinen Stängel zu finden und dementsprechend. Ja, es war eine gute Vorlage, oder? Wird ja niemals Vater werden. Und dementsprechend hat er nur euch. Ihr seid seine Fuck, Kinder. Nochmal. Ich habe mehr Zauberringe als
Joints. Seid ihr bereit, Reinkes Kind zu sein? Denn er hat Probleme mit seinem Stängel. Und jetzt kommt alle nochmal nah an die Bildschirme. Bin ich denn dumm? Und merkt diese Nähe. Spürt Mann, ich habe ich schon das fünfte Mal hochgescrollt. Spürt ihr das Knistern, was hier passiert? Wenn du so redest, kann ich nicht so richtig suchen. Und seid ihr bereit, gleich unseren Erzfeind Number One nach hoffentlich den Auftritt... Haben wir alle Stängel verraucht? Was? Nein! Nein, das kann ich. Wir haben doch gerade einen abgezogen. Wirklich? Ey, also dann guck mal mit. Das sind doch diese kleinen, dünnen Dinger da. Solange... Du hast die Musik angemacht, wo ich mich in alle NPCs verliebe. Also Jorgen ist gleich richtig dran. Da sind sie. Wo sind die Stängel? Ah, 58. Alles klar. Und weißt du, wer so berauscht... Kurz, und pass auf, jetzt einfach kurz. ...wird Jorgen sowieso zu so einem richtig strammen Matrosen, du, der mir so richtig mit den harten Armen... Ich denke jetzt an Pirat Nummer 2. Yeah. Ich denke an Alligator Jack. Und der Beste von allen? Gorn. Ich denke an Gorn. Und wir alle zusammen wären die GGs gewesen. Die garstigen Ganoven. Die krassen Ganoven. Die geilen Ganoven. Die geilen Ganoven. Absolut. Ja, das war diese Canyon Crew. Krogi hat da immer große Stücke drauf. Für mich waren das ein paar Versager. Denk schon wieder beim Finale. Fucking wir haben Alligator doch gerade auf unsere Seite. Alligator Jack hat mich nicht in seinem Bett pennen lassen. Er hat gesagt, steh auf, geh aus meinem Bett raus. Ja, und das nach dem Canyon-Abenteuer. Nachdem Pirat Nummer 2. Canyon mit ihm zusammen platt gemacht haben. Pirat Nummer 2 war ein guter. Der ist gestorben im Kampf, hat mich vorher nicht schlecht angemacht. Das war ein cooler Typ. Auf den kannst du gerne ein Loblied weitersingen. Aber halt Alligator Jack raus. Alligator Jack hat auch der Hosche geschrieben. Ich liebe Alligator Jack. Wow, es fängt an zu knallen. Oh, alles klar. Yeah. Okay, in diesem Gefühl können wir jetzt mal die Reise starten, was? Nein, warten Sie. Ah, die Treppe ist so hoch. Ah, was ist das für ein geiles Schiff? Okay. Das bewegt sich. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich habe wirklich die Orientierung verloren. Jorg ist nicht mehr da. Der reicht sich gerade am Mast. Wo ist denn Jorgen hin? Ja. Und das, meine Damen und Herren, ist der geile Harry F. Harrys Special Comments. Direkt vom Entwickler. Sehr, sehr gut. Er reibt sich am Mast. Ab ins Schmiedefeuer. Das haben wir doch gut. Mit der Fresse in die Glut. Was machst du denn hier in der Tropfsteinhöhle? Wo geht's denn hier weiter? Wieder. Oh Mann, das läuft ja nur noch so langsam. Wo ist Jorgen hin? Wo sind alle hin? Ja, wo ist Jorgen hin? Es geht vorbei, meine lieben Leute. Weißt du, jetzt habe ich wieder dieses Gefühl, ne? Wo zur Hölle ist Jorgen? Hoffentlich funktioniert der Scheiß. Aber, ja, es kann halt wirklich sein, dass er verschwunden ist. Wir haben schon öfter verschwundene NPCs. Ja, was aber nur an der DirectXRF-Mod liegt, nee, die ihr nicht programmiert habt. Nee. Darfst du nochmal den Klängen? Nee. Meinst du, waren schon immer da? Ja, ich weiß es. Das kommt mir alles bekannt vor. Aber wo ist Jorgen hin? Ich hab keine Ahnung. Er war doch gerade noch da, ich hab doch nur einen durchgezogen. Der ist doch bestimmt in der Kajüte. Ja, wir schlafen jetzt mal eine Runde. Ja, geht da mal rein. Ist bestimmt Nacht. Nimm die Orca gefangen. Nee, warum brauchen wir die denn? Liebe Leute im Chat schreiben, es sei das Horny Ship. Ah! Okay, Lee ist am Pen. Bennett ist am Pen. Ja. Jorgen! Da ist er doch! Okay. Jorgen! Leg dich mal dazu! Was ist los? Jorgen, es ist vorbei! Der Feind ist tot. Der Feind ist tot. Das sind gute Nachrichten. Haben wir jetzt alles erledigt hier auf der Insel? Das ist der scheiß Grund, warum wir das Steuerrad bei Risen dahin gepackt haben. Jetzt hier. Weil die Typen nicht suchen muss. Oh. So ein Lauch. Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Xardas. Was genau ist im Tempel von Irdorath passiert? Du hast mit Innos Hilfe den Avatar des Bösen besiegt und ich habe seine Macht in mir aufgenommen. Seit ich den Kreis des Feuers verlassen habe, hatte ich nur dieses eine Ziel. Was mir im Tempel des Schläfers verwehrt blieb, ist nun endlich geschehen. Belia hat mich erwählt. Fahrt schon los. Ja. Dann gehorchst du jetzt dem Gott der Finsternis? Nein, ich gehorche genauso wenig Belia, wie du Innos gehorchst. Nicht einmal die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält. Und ich beginne gerade erst zu begreifen, welche Möglichkeiten sich mir eröffnen. Aber eins steht fest, wir werden uns wiedersehen.
Alter, geht ab. Also einfach nur ein machtbesessener Arsch. Ist ein machtbesessener Arsch, aber... Ohne Prinzipien, nicht mal gläubig. Aber er hat eine geile Bude. Und die besten Schulterpolster. Ja. Und die besten Schulterpolster. Ey, liebe Leute, das ist ein großartiges Spiel. Ohne Scheiß jetzt. Schön, dass ihr da seid. Da steht der Name, Björn Pankras. Ja, ist das geil oder was? Da steht der Name. Hast du selber eingetrieben. Und dann schon wieder. Game Design, Björn Pankras. Guck mal, Leute, herzlichen Glückwunsch. Hast Björn. Du eigentlich jeden Job gemacht oder was? Sascha Hendrix, den kommen wir auch mit. Besonders Dank natürlich auch Michael Hoge, der Chefdesigner von diesem Game war. Ja, okay. So. Okay. Ein Prost an Michael. Und nochmal Björn. Ja, nochmal Björn. Viermal schon. Narzisst. Ah, mein Gott. Gut, ist ja in Ordnung. Kai Rosenkranz. Hab ja auch ein bisschen was getan. Aber ja, absolut. Nein, das ist auch Quatsch. Das ist auch Spaß von mir. Das ist sehr schön. Und ganz ehrlich, ich hatte auch gerade so ein bisschen Gefühle, die ich vor sehr langer Zeit hatte, weil das ist schon sehr lange her, dass ich dieses Spiel zu Ende gespielt habe. Wann ist es rausgekommen? 2007? 2000? Nee, das Spiel ist 2001. Wie kommen wir 2007? Knapp daneben. 2001. 2003 oder was war das? Nee, 1. 2001, okay. 1 war Gothic 1. Und dann? Nee, 2003. 2001 war Gothic 2. 2003? Und 2000 oder 99 nee, das war doch ein Jahr später dann mit Gothic 2, oder? Nee. Leute, also, ist doch egal, geiles also, Spiel. Ich habe irgendwie zu Weihnachten 1999 da angefangen und dann hat es noch eineinhalb Vierteljahr gedauert, bis Gothic 1 rauskam. Das war 2001. Okay, dann war es 2002. Ja. Ne? Und ein Jahr später das oder meine ich doch, keine ja. Ahnung, ja, kam dann Gothic 2. Ohne Scheiß, das ist so lange her und das haben wir schon oft gesagt und das sagen wir jetzt nicht, oder sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier sitze, das ist echt... Gut gealtert, finde ich. Spiel ist gut gealtert. Das macht echt Laune. Echt jetzt? Ja. Es hat irgendwie was dieser ganze Open-World-Trend der letzten Jahre nicht so richtig mit aufgegriffen hat. Gewalt. Nee. Und Erol. Micha, was ist es denn? Was ist es genau? Letzten Endes hat es irgendwie was ich finde, also heißen die Leute alle Udo und Sascha und so weiter. Ja. Die heißen nicht irgendwie Kangloria ist der Erzmagier der 10.000 Pfade oder so, sondern die heißen Udo. Ja. So. Und das lockt mich schon mal an. Die sehen aus. Die sehen aus und die klingen so wie die Typen von nebenan. Das macht es nachvollziehbar. Und vor allem finde ich immer noch, diese Landschaft sieht aus wie der Steinbruch, in dem du als Kind irgendwie gespielt hast. Und sie ist überschaubar und sie hat Erinnerungswert und sie ist klein und man hat das Gefühl, ja, da könnten Menschen wohnen. Das stimmt. Also, das finde ich immer noch geil, weil wir haben wirklich, du läufst da rum und hast das Gefühl, okay, da ist der Steinbruch, da ist der Bauernhof, da ist der Wald. Ja, und da ist die Stadt und es ist so schön in so eine überschaubare kleine, wie so eine Welt in so einem Schneeglas. Da bin ich auch aufgewachsen. Würdest du das als Unique Feature bezeichnen? Heutzutage schon, wo die Welten ja immer größer werden. Okay. Und sehr generisch. Und wie verkauft man das einem Publisher? Rein gesagt. Willst du ein Spiel mit Immersion kaufen? Naja, im Grunde, ja, klar. Das ist nicht so einfach. Ihr habt diesen Open-World-Trend, ihr habt da im Nacken. Auf jeden Fall. Immer größer, immer toller. Ja. Aber letzten Endes, was ist denn das? Ja, was ist das? Das ist ja nicht Open World. Im Vergleich mit einem Witcher 3 ist das nicht Open World, weil ihr eine begrenzte kleine Insel habt. Aber eigentlich ist es eine Open World, weil du in jede Richtung laufen kannst. Also wie groß muss Open World sein, um open zu sein? Ja. Es muss einfach was los sein, dann bin ich zufrieden. Ja, das denke ich es auch. Muss was... Okay. Es wird was los. Es ist was bodenständiges. Wenn was da los ist... Es ist ein Spiel fürs Volk. Ja. Wenn ich zum Beispiel... Mal angenommen, ich hätte ein Spiel. Sagen wir mal ganz angenommen. Ja. Da hätte ich so Sprecher drin, wie Reinke. Hm. Ja. Krogmann. Perfektes Spiel. Und angenommen, und dann würden die was machen in diesem Spiel. Hm. Irgendwie werden integriert. Hm. Dann weiß ich, da wird schon viel los sein. Du redest von Elex, ja? Wo euch integriert. Weiß ich nicht, ja? Weiß ich nicht. Ja, doch, garantiert. Ja, garantiert. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, geil. Ach Leute, ey, aber das, alle wissen es, das kann natürlich nicht das Ende gewesen sein, dieses Let's Plays. Nee. Aber ich wiederhole mich gerne, wir spielen wirklich auf den Tag genau. Jetzt nicht mehr, jetzt spielen wir auf einen Tag mehr schon, genau. Gothic 2, das Let's Play auf diesem Sender. Und ich kann noch mal zitieren, was Micha mich damals gefragt hat, ob wir das spielen wollen. Es wird so ein, zwei Episoden dauern. Wir müssen das ein bisschen spielen. Hast du da überhaupt Bock drauf? Nee, ich hab gesagt, wir können nicht gleich wieder aufhören. Das sind Leute sauer so. Wir können nicht nach zwei Wochen aufhören. Ja. Rausgeworden sind halt irgendwie 12 Monate. Ist knapp daneben, aber keine Ahnung. Hat viel Zeit gekostet, aber auch viel Spaß gemacht. So. Ja, ohne Scheiß. Und jetzt laden wir diesen Spielstand, der nennt sich Kill Erol. Ihr wisst alle, was gemeint ist. Wir werden jetzt wahrscheinlich Erol killen. Bevor wir das tun, frage ich noch einmal kurz in die Regie, ob wir noch neue Einsendungen haben, die wir zeigen können. Weil da soll ja keiner auf der Strecke bleiben, wenn sich jemand Mühe gemacht hat. Stimmt. Weil bevor wir jetzt quasi das wahre Ende dieses Let's Plays uns annehmen, sollten wir das noch beenden. Und sollten wir auch diese drei unserer Meinung nach besten Einsendungen aufstellen, damit wir das Voting machen können. Dann fällt mir noch ein, dass ich einen Brief bekommen habe von der Miri. Der Brief ist sehr schön, da sind nur... Oh, und wir haben noch ein Fresspaket bekommen, das müssen wir auch noch mal kurz vorstellen.
Warst du schon reingeguckt, ja? Nee. Okay, Bananen, dann du also die Bananen und das Hanuta da? Oder? Nee, die meinten, das ist einfach was zum. Achso, Tim, kannst du was holen? Zum Trinken und was zum für die Nebenmaschine. Vielleicht auch gleich beides gleichzeitig. Ich wollte kurz sagen, wir haben einen sehr lieben Brief von der Miri bekommen, der ist sehr lang. Das wird heute nicht klappen, den vorzulesen. Aber da ist einfach nur pure Liebe. Also ein kleiner Karton auf dem Boden, Tim. Jetzt genau geradeaus. Vor dir. Jetzt, ja. Boah, Jungs, können jetzt auch ich bin völlig beeindruckt, ehrlich, dass ihr die ganze Zeit da steht und beim Saufen und Dummtüchlabern zuguckt, ja. Also ihr seid die Größten für mich, ehrlich. Ja, die Band ist auf jeden Fall Tim sowieso, super geil, ehrlich. Super geil. Tomb of Giants! Du kannst ja auch noch toll singen, also leck mich am Arsch. Okay, ein Paket haben wir noch. Jedes Paket haben wir bislang aufgemacht. Genau. Genauso saß ich in jeder Folge mit dem scheiß Harnisch. Du hast irgendwas gedrückt, ich weiß nicht. Ja, das nicht, wurde mir... Aber oh, ich hab was Falsches geladen. Ja, das ignorieren wir jetzt mal, das Ingame. Oh. Wir haben heute... Achso, das war Spiel Neustarten, alles klar. Herzlich willkommen zum Gothic 2 Let's Play! Gothic 2! Yes. Mit Addon! Yeah! Läuft! Mir wurde heute auf der Straße dieses Paket überreicht von zwei Menschen, die unter anderem zum König der Löwen Musical gehen wollen. Musicals, keine Ahnung, braucht kein Mensch. War also eine Ausrede, ja? Bin mir ziemlich sicher. Sie wollten nur deinen Körper. Sie wollten nur mir dieses Paket überreichen und vielleicht mich ein bisschen anfassen. Und ich werde jetzt diesen Brief vorlesen. Fuck. An Lord Neisenstein und One-Hit Micha. Neben einem kleinen Gaumenschmaus bringen wir euch den Duft der Könige. Sven und Jesse. Duft der Könige, was ist das denn? Alter, das ist ein fucking Gaumenschmaus. Das ist eine namenlose Marke, die 1 Liter Bierdosen herstellt. Ihr kennt sie alle. Mach nicht so eine Faxen, jetzt zeig doch mal das Bier. Mach nicht so ne Faxen! Lass ihn los! Mach ihn jetzt und trink dieses Bier mit einem Strohhalm aus der Dose! Die 1 Liter Bier fast! Hier, geh mal weiter davon. An die Gäste, geh mal an die Gäste weiter. An die Gäste, hier. Hier, so. Der Mana-Trank hier! Oh, warte, Hammer. Hier, für die Band, ein bisschen Nahrung. Für die Band ein paar kleine Würstel. Ein paar kleine Würstchen. Also meine Frau, die hat gesagt, ne, ich habe keine Ahnung, ob ich heute Abend noch irgendwie wach bin, um weiter zu gucken. Aber je mehr ich mir in mich reinschaufel, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie immer noch guckt. Ja, ja. Okay. Das ist richtig. Und gerade die schon mal die Rute auspackt. Oh, was ist das denn? Okay, warte mal. Wir haben hier nochmal ein Paket im Paket. Jetzt kommt der Endgegner des Pakets. Der Endgegner des Pakets, ja. Also, wir haben dieses kleine Päckchen. Ich mache es jetzt auf. Da drin ist ein kleines Fläschchen. Was steht da? Steht da Heisenberg drauf? Es steht drauf Tutti Frutti Nebelfluid. Duftstoff für Nebel. Fucking Duftstoff für Nebel. Das heißt, wenn wir diese Flüssigkeit zu der Nebelflüssigkeit hinzuschütten, dann riecht der Nebel endlich gut. Nach einem Jahr hört er auf zu stinken. Macht es da rein. Tutti Frutti, oh Rudi, Tutti Frutti, oh Rudi, Tutti Frutti, oh Rudi, Tutti Frutti, oh Rudi, Tutti Frutti, in me baby, Tutti Frutti, in me baby, Tutti Frutti, Tutti Frutti, Tutti Frutti, Tutti Frutti, baby. Hammer. Super geil. Ihr seid Meister der Geschenke. Wie kann man einem Menschen nur so eine Freude machen? Mit einem Additiv für die Nebelmaschine. Ja, jetzt fahre ich quasi. Jetzt fahre ich mit 16 Zylindern, Björn. Nein, es ist so, als wenn du eine Waffe zu Ende geskillt hast und dann nochmal den Feuerschaden oben drauf kriegst, weißt du? Richtig Hammer. Lass es einen durchziehen jetzt. Oh, das macht mir Angst. Das kommt aus Altbohren hier. Oh, oh. Oh. Oh! Zupfkraut, gib mir alles! Alter! Hey, oh. Das ist geil! Das ist geil! Hey, oh ja, immer mehr! Hey, bitte. Alter Schwede, das ist richtig gut, ey! Das ist geil! Das ist gut! Einfach! Bitte für die Männer! Alter, ist das lecker, ey! Das ist das geil! Oder? Ja!
Richtig Alter. Geil, ja. Oh. Endlich oh, was ist das für ein Duftstoff, ey? Da geht die Sonne in der Hose auf. Was ist das für eine geile Scheiße, du? Okay. Das ist echt gut. Ja, also, das Leute, war gut Leute, hier. Das Gott sei Dank. Das ist unfassbar. Oh. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie klein der Raum ist, in dem wir uns hier zusammenzwängen müssen. Mein will Gott. Ich, Alter, das ist wirklich sehr angenehm, dass es jetzt so gut hier riecht. Ja. Jetzt noch ein Würstchen. Ja, mich irritiert das fast ein bisschen. Ich bin völlig abgelenkt. Normalerweise also. Ja. Riecht es immer ein bisschen nach Puma-Käfig und Gestank. Und ja, aber Errol muss jetzt mal platt, ne? Oder? Ja, wir müssen ja, jetzt noch mal, komm. Leute, so gut es hier auch riechen mag. Wir müssen jetzt mal Errol platt. Und so nett wir uns alle finden und wir attraktiv und so. Wir müssen okay. noch mal kurz unseren ganzen Hass bündeln. Okay, haben wir denn, warte, bevor wir das machen, wollen wir das immer noch zu Ende bringen. Erinnerst du dich mit der Regie? Timo, Steffen, haben wir noch einen Spieler? Ja. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch, den zeigen wir jetzt. Cool. Okay, warte, warte, können wir einmal Tim zeigen, wie er gerade, was macht er da? Sieht das, sieht das nicht gerade ein bisschen? Sieht verdächtig aus. Der wird ein bisschen schnabuliert. Es ist die Würstchencam. Man kennt es von einschlägigen Filmen. Hier heute für. Okay. Das ist doch alles nur Gerede. Erzähl mir doch nichts Neues. Man weiß gar nicht mehr, was man glauben soll. Er weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Okay, das ist sehr gut. Meinst du, mir geht es besser? Ist das wirklich wahr? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das sind die Möwen, du weißt, wo das herkommt, oder? Mir brauchst du das nicht zu sagen. Okay, das finde ich wirklich super. Super. Okay, das war der... Und ganz kurz, bevor du was sagst. Der Kollege hat auch das hier gemacht. Hier, schönes Bildchen nochmal. Oh, also, Lord Whiskers. Alles klar, okay, ein ganz guter Du. Also das war, wer es nicht erkannt hat, das war der legendäre Random-Hintergrund-Talk für den Strand, den wir schon häufig belacht, aber auch geliebt haben. Und ja, ich fand es fantastisch. Ich kann mich nicht entscheiden, ist ganz ehrlich. Pass auf, wollen wir uns selber so ein bisschen aus der Schlinge ziehen? Und ich weiß, dass die Regie auch wohl 4 Leute nämonieren kann. Da würde ich nämlich vorstellen, die letzten 3 plus das, wo die Erol-Szene nachgestellt wurde. Ja. Müsste die Regie jetzt einmal die Namen rausfinden der letzten Videos. Ist auf jeden Fall sehr schwer, das zu entscheiden. Wie wir die benennen sollen. Wie heißen, also habt ihr die noch, die Clips, oder ist das gerade schwierig? Okay. Auf Twitter. Wollen wir die Clips nach Namen benennen oder wollen wir sie nach Inhalt benennen? Nach Inhalt wahrscheinlich. Damit die Leute besser wissen, was gemeint ist. Ne? Das eine ist dann Errol, das ist eindeutig. Das ist die Errol-Szene. Also die Errol-Szene ist einfach nur Errol. Das heißt, wir nehmen die Errol-Szene, das ist die, wo wir auch Originaltöne mit drin haben. Genau. Also wenn du jetzt einen Koch, wenn du jetzt einen Pirat. Ja? Ja. Errol und das Letzte. Das Letzte nennen wir... Das heißt, genau, wir haben den Koch. Segen haben wir auch noch. Smalltalk, ja. Genau. Segen war der Pirat genau. sozusagen. Genau, also wir sagen Koch, Segen, Errol, Smalltalk. Und Smalltalk. Warte mal, was war nochmal das allererste, was wir gesehen haben? Ich habe jetzt Angst. Das war mit dem Mädchen mit dem Helm auf dem Kopf. Ich weiß, dass wir auch 5 reinpacken können und dann sind wir safe. Da haben wir zwar nur einen rausgekickt, das mir dann sehr leid tut. Ja, das ist aber gut. Aber das ist safe. Ja. Wollen wir die 5 reinpacken? Aber was war da der 5? Das erste 5, das erste war, genau, mit dem Mädel. Ja. Das war nicht Koch, das war, welche Situation war das nochmal? Warte. Paket, das war mit den Paketen. Diese Paket, irgendwie sowas, ja. Das war diese Paketsituation. Lass uns das Paket nennen. Dann wissen alle, Bescheid hier, was los ist. Ist das in Ordnung für euch? Ist das der Pornodialog oder was? Nee, der Pornodialog? Nein. Okay, dann bringe ich gerade was. Okay, dann, aber du weißt schon, was du sagst. Alles klar. Alles so geil, ey. Ist so schwer, sich liebe Regie, wisst ihr Bescheid, was ich meine? Das allererste, was ihr jetzt. Bitte? Wir haben 5 offen, das heißt, müsste passen. Nennt nochmal alle, bitte. Also, Segen ist der Typ, der. Ne, der sägt, Pirat eigentlich. Der Pirat eigentlich, der sägt. Ja. Genau, Nummer 1. Dann haben wir den Smalltalk am Strand, das war das zuletzt Gesehene. Dann haben wir den Errol, der unsere eigenen Soundsamples benutzt hat. Und das war Nummer 3, ne? Ja. Das haben wir Nummer 4, war? Der Koch. Der Koch. Und dann der Koch bei Garond im alten Lager. Jetzt wurde ich korrigiert. Es sind natürlich keine Pakete, es ging um die Kisten. Mhm. Und dementsprechend ist das der erste Clip gewesen. Nehmen wir also Kisten für das Voting. Okay, dann nehmen wir noch Kisten als Nummer 5 dazu. Dann, glaube ich, ist es fair. Und dann macht ihr das unter euch aus, Freunde. Ja? Ah! Ja, so nämlich. So geht es. Und da gibt's halt, und das müssen wir auch noch schnell machen, bevor es jetzt wirklich gleich zum Ende des Spiels weitergeht. Wir müssen noch eben schnell unterschreiben, damit alle
auch glücklich werden. Und du meinst, ich kann das jetzt nicht? Ja, nicht weiterspielen. Du kannst es auf jeden Fall. Ja. Micha, nicht weiterspielen. Läuft jetzt nicht. Nein, ich laufe nur zu ihr. Nein, das ist eben nicht. Ich mache vielleicht noch da Musik an. Ich muss noch ein bisschen was erzählen. Ja. Hör doch mal auf deinen. Du. Also. Sorry, die Dramaturgie hast du jetzt. Na, egal. Nee. Komm. Also. Pack die Poster aus. Ja, so nämlich. Ihr seid schon geil, ihr Jungs. Dankeschön. Ehrlich. Ihr auch. Ah, dieses Poster ist einfach episch. Ich zeig's noch mal ganz kurz. Ich möchte auch so ein Poster haben. Das muss im Büro hängen. Das muss im Büro hängen. Ich möchte so volles Haar haben wie auf dem Poster. Leck mich am Arsch, ey. Das ist so geil. Kann ich dir was abgeben? Ja, okay. Das ist so geil. Also, liebe Leute, wenn ihr mal... Freunde, um wirklich sicher zu sein, wir gehen jetzt noch mal kurz alle Videos durch. Und okay. Das ist das Stichwort. Und dann gehen wir im Boot raus, okay? Okay, so machen wir. Das ist gut. Das ist sehr gut. Machen wir. Dann Poster noch mal runternehmen. Alles klar. Das hier ist das erste. Ja. Das ist doch alles nur Gerede. Okay, das ist Smalltalk. Das ist Smalltalk, ja. Smalltalk ist auf jeden Fall eins der Votes. Kiste? Ja. Genau, das war das Erste. Exakt. Weißt du, das sind die Kisten. Geht dich nichts an. Ich bin der Chef von hier, klar? Der Chef von was? Von den Kisten? Das ist doch, ich bin froh, dass wir noch reingenommen haben. Ja, ist super. Wirklich. Also, toll. Okay, alles klar. Das waren die Kisten. Zuerst wollte ich was über deine dünnen Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Okay, den haben wir auch noch mit drin. Den haben wir rausgenommen. Den haben wir rausgenommen. Okay, wir müssen kurz, was für meinen Geschmack, müssten wir jetzt Kisten versus diesen Spruch. Wen wollt ihr reinnehmen? Weil wir wollen nur 5 nehmen. Ich bin auch für Kisten. Kisten? Tut mir leid, also das ist gut. Okay. Ja, der Spruch ist... Ja, wir machen nur 5. Deswegen nehmen wir den raus, gerade. Das tut mir leid für dich gerade. Du hast es gut gemacht, aber. Sehr gut gemacht, ja. Die anderen Kollegen waren zu zweit. Okay, alles klar. Und das war gut. Okay. Exakt, das ist E-Roll. Das hier ist E-Roll. Das heißt, hier ist Voting E-Roll. Das müssen wir einmal runterlegen zum Unterschreiben. Hier müssen alle auf dem Platt unterschreiben. Das ist der Koch. Das ist der Koch. Danke. Nimmst du mal alles, Micha? Das ist genau, das können wir Piraten nennen. Das Brett liegen, da können wir darauf unterschreiben. Ja, aber genau, ich muss mich nur so, lass ein bisschen rüberschieben, lass einfach nur schieben. Danke. So. So, und hier ist der Säge-Typ. Ja. So, wir nennen den Sägen-Typ Pirat. Pirat nehmen wir den. Ja, Pirat. Das ist, also der Typ, der immer sägt, ist der Pirat. Alles klar. Jetzt haben wir 5 Kollegen. Ich unterschreibe schon mal, hier auf dem einen Plakat. Genau, hier seht ihr es nochmal, wer soll gewinnen? Ihr habt Ausrufezeichen Gothic. Wer soll gewinnen? Wer soll gewinnen, Koch, Pirat, Smalltalk. Ausrufezeichen Gothic, Koch, Kisten. Ausrufezeichen Gothic, Pirat, Ausrufezeichen Gothic, Smalltalk, Ausrufezeichen Gothic, Kisten oder auch Ausrufezeichen Gothic, E-Roll. Und Achtung, Leerzeichen immer dazwischen. Ja, immer ein Leerzeichen dazwischen und dann geht es ab. Okay, Unterschriftenaktion hier. Natürlich. Genau, wir unterschreiben hier ein bisschen. Musik dabei, geht das? Ja, spielt mal ein bisschen was. Könnt ihr auch so was Chilliges spielen? Nee, ne? Tot. Okay, sehr chillig. Das ist doch chillig. Alles am und am Arsch. Machen wir erst das Erste. Chillige Musik. Der Mann zählt. Warte. Wo das denn an? Wir wollen. Das ist die Frage, kannst du dir selber aussuchen. Vielleicht noch, einmal da und da noch was. Mega am Chillen! Komm, Harry, runter da. Ich bin so entspannt. Warte, das war Nummer eins. Können wir? Lass doch mal chillen! Chillig! Oh! Strand und Palmen. Klares Wasser. Und eine chillige Musik. Wir fahren Bötchen. Und wir chillen. Auf der Wiese. Chillige Musik.
Chillige Musik. Chillige Musik. Chillige Musik bei Gothic Time. Okay, so, nimm mal das Brettchen. Nehmen das Brettchen. Warum haben wir jetzt zwei Plakate? Wir haben ja nur einen Gewinner sozusagen. Ja, naja, das Rätsellösung ist, dass natürlich die Piranha Bytes auch ein Plakat von uns bekommen. Yeah! Yeah! Ab in die... Für die Kollekte! Ich freue mich eigenen. Derbst. Ja, leck mich am... Ja. Nimm es an dich. Oh, und geil. Nicht sofort alles aufrauchen. Harry, wie geil ist das denn? Harry, du bist Fanboy, du musst jetzt ausrasten! Mir platzt der Sack! Mir platzt der Sack! Geil! Geil. Sehr schön! Pass auf, ich roll das für dich auf! Pass auf! Ach, ihr macht das schon! So, geil! Sehr schön! Yes! Harry, extra für dich hier, guck mal! Okay, jetzt bleiben wir bei der Leute, ihr seid die Geilsten! Können wir so ein bisschen Bass bekommen, so ganz tief hier, ganz tief ein bisschen Stimmung. So, jetzt geht's um die Auflösung. Das Plakat und wo ist die CD nochmal? Darf ich mal das Spiel haben? Unterschrieben von Björn, Harry, den beiden Michas. Und jetzt nochmal das Spiel Gothic 2 Originalversion mit allen Unterschriften der Piranha Bytes Crew. Gehen raus an wen? Wer hat hier das? Bitte? Der Vote ist durch. Boah, ist das spannend, dann, ey. Liebe Leute, wir lüften den Vorhang. Wer hat gewonnen? Wer ist es? Erol. Es ist Erol. Erol! Yes! Yeah. Das ist euer. Aber, ganz ehrlich, nicht zu früh gefreut. Erol wird hier leider nicht gewinnen können. Ey, der kriegt so den Stock in den Arsch reingeschoben. Bevor wir jetzt Erol umhauen, ich muss immer kurz schiffen gehen, ne? Ja, mach mal. Ja gut, wir machen hier so lange gar nichts, wenn du weg bist. Mach eine kurze Werbung. Ja. Leute, nach der Werbung haben wir der ollen Opa Unke richtig auf die... Jawohl! Fresse! Okay, können wir mitsingen. Gothic! Na 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 na. Gothic! Na 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 na. Gothic! Na 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 na. Gothic! Na 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 na. Gothic! Na 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 na. Gothic! Na 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 na. Gothic! Na 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 na. Gothic! All right! Okay. Herzlich willkommen zurück zum besten Let's Play des Universums, bedingt durch die Band Tomb of Giants. Und dem unglaublich wohlriechenden Nebel. Und Tim natürlich, wolltest du sagen. Und Tim. Natürlich auch Tim, den ich schon als Mitglied dieser Band sehe. Und falls ihr jetzt um 20 vor 1 zufällig hier eingeschaltet habt. Wir haben auch Harry und Björn von den Piranha Bytes dabei, die schon Suppe aus dicken Dosen trinken. Das ist schon sehr schön. Micha, es freut mich heute. Es ist Hammer. Es ist einfach nur geil. Wir brauchen wieder eine Explosion. Wir hätten jetzt gerne mal in diesem Moment eine Explosion. Geht das? Falls das möglich ist. Maximale Realität. Oh, schön. Wir sind auf dem Weg zur Opa Unke. Zur alten, fiesen Opa-Onke. Harry, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Kann man das noch ganz... Im Anschnitt kann man es sehen. Da ist ein eingelaminiertes Bild. Ey, hier. Ja. Die Sau. Kann man das runterreißen? Schafft ihr das? Ah. Fiese Schwein. Das möchte ich nochmal... Ja, ihr habt auch schon Hass. Zeig es doch mal bitte. Und ich möchte nochmal fragen. So derbst. Wir möchten kurz mal ins Ingame springen. Ja? Mhm. Denn auf dieser Bank
die wir hier sehen, im Ingame, die, das wir jetzt einblenden wollen, was nicht möglich ist, weil Erol macht es technische Schwierigkeiten gibt. Nein, es liegt an Erol, siehst du. Ah, okay. Diese Bank, hier hat Erol mal gesessen. Dieser fiese alte Rentner-Tyrann hat uns jahrelang getötet, ermordet, in den Rücken geschlagen und so weiter. Jetzt meine Frage an die Piranha-Beiß. Was habt ihr euch gedacht, einen so boshaften Charakter zu programmieren? Was habt ihr euch dabei gedacht, einen Charakter, der beim Stärke-Trainieren helfen soll? Ein Wolf im Schafspelz. Der aussieht wie ein netter, lieber Opa, den jeder gerne hätte, ja, mit weißen Haaren. Nettes, auf der Bank sitzt und dann so boshaft ist. Nettes Game Design kann ja jeder, aber so ein paar Arschgeigen, die er nicht in der Disco lassen oder so wie Mo, weißt du? Ey, komm, willst du in meinen Laden? Ich will gar nicht in deinen Laden. Doch, du willst in meinen Laden und deswegen verprügel ich dich jetzt. Ja. So. Okay, alles klar. Ja, das war die, das, also das ist der Beweis gewesen, dass Erol, das war kein Zufall, er ist boshaft, er hat uns mit Absicht in den Rücken geschlagen während eines Gesprächs, das was macht man nicht. Und das führt dazu, dass man umgehauen wird. Mit Tod? Einer großen Axt. Der Opa-Unke. Ja, so, okay. Wir wissen zwar, dass er hier nicht mehr sitzt. Wir wissen aber, dass, wo er jetzt sitzt. Ne? Wir haben uns von den Fans beraten lassen. Und, wir hatten Beratungsgespräche bei den Fans. Und wir wissen, dass er in welchem Kapitel sind wir jetzt eigentlich? 7 oder was? Ja. Eine Straße weiter in einem Schuhkarton sitzt von Haus. Ja, und vor sich hin vegetiert. Und auf den Tod wartet und der Tod kommt zu ihm. Immer wieder das. Ja? Er muss sich nicht mehr hinlegen. Denn jedes Kind kommt jetzt. Sowas macht man einfach nicht. Er läuft gerade zu ihm. Der Tod ist auf einen Suchender. Wir sind immer noch Suchende. Es ist unglaublich, diese Sekte. Muss man einfach mal sagen, hat ihre Prinzipien. Hat ein großes Problem aber auch. Hat ihr, ja, aber komm, wenn dein Gott eben gefallen ist, dann läufst du ja nicht mehr rum und sagst hier. Da wussten sie es noch nicht. Da wussten sie es noch nicht. Ja, aber sorry, der kriegt es auch in den Rücken gehauen. Das ist ja eine Lebensaufgabe. Die wissen ja auch nicht, was sie danach sollen. Ja, du hast natürlich recht. Ja. Ich bin gespannt, ob er immer noch so große Sprüche klopft. Nee. Nein, er sagt nichts mehr. Deswegen er sagt nichts mehr. Er schweigt und verflucht. Auf zur echten Festung des Bösen. Ja, warte, er hat doch noch was zu sagen gehabt. Die Taverne oder was? Ja, die Taverne. Ja, beklemmendes Gefühl. Ja, Richtung Error. So, da ist er gelegt. Ja, komm. Freunde, ich habe noch einen Track von euch, von der Community. Ja. Und auf dem Weg zum Erol, weil wir werden ihn gleich sehen, möchte ich ihn schon mal vorstellen. Und zwar der Benjamin hat uns eine E-Mail geschickt und schreibt, hallo liebste Michas, anbei ein kleiner Song, den ich für euch fabriziert habe. Es wurde mal Zeit für eine Ode an den Zweihänder, schwingenden Rheinchor und ein bisschen Gesang. Ich hoffe, er gefällt euch. Ihr versüßt mir gerade die Woche. Macht weiter so, liebe Gruß der Benny und damit für euch. Für den Rheinchor. Bist du bereit dafür? Ja, ist ein super Track, ich habe ihn schon gehört. Der Rheinchor muss Energie aufladen, um Erol zu bestrafen. Und jetzt hören wir mal rein. Rheinchor, Rheinchor, der mit dem großen Schwert. Rheinchor, okay, das war nur das Intro, jetzt wird's geil. Hashtag Erol Fürsten! Das ist Volksmetal, wie ich ihn liebe. Der mit dem großen Schwert. Ja. Könnte von Knorkator sein, lese ich gerade. Neißenstein. Oder? Geil, geile Nummer. Benjamin, danke schön. Läuft bei dir. Ja, viel mehr habe ich gerade nicht vor dem maximalen Ende. Vor dem maximalen Ende, ja. Wir haben gehört, wir haben gelesen, ihr habt uns gesagt, er wohnt in dieser Fischhütte. Ich sehe doch schon. Vorne, da steht er schon, okay. Okay, surprise, surprise. Erol hat sich an seinen Lebensabend an diese Hütte zurückgezogen und denkt, er hat einen ruhigen Lebensabend. Das ist falsch gedacht. Okay, ich muss Arsch, du sagst. Okay, das ist falsch gedacht. Ich muss sehr epische Musiker machen. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der eigentliche Trick. Natürlich wisst ihr, dass ein Schlag genügt von Mighty Rheinchor, um diesen Typen zu legen. Das ist natürlich nicht genug. Wir haben leider keinen Stock dabei. Verfluchte Scheiße.
Was nehme ich dann, wenn ich keinen Stock dabei habe? Vielleicht nehme ich einen Pfeil. Hau doch mal einen von den, von den Links. Die Typen, die links. Ja, die Typen, die links. Hol den Stock. Die haben vielleicht einen Stock. Hol den Stock. Oh, hau die alle um! Na, wo guck mal, der Ari, da fahren die doch rechts, mehr rechts, rechts, okay. Rechts rum, rechts, rechts. Die Bauern hier auf dem Feld. Ja, die haben Bauern. Die können nix. Okay, alles klar. Stock dabei. Die haben Stock dabei? Ja, wir haben Stock. Wahrscheinlich. Aber das kannst du nicht schnell so die heiße Frau, die da arbeitet. So einen stumpfen Löffel programmieren? Nicht die eine. Ja, dann aus Maul. Die fand ich ganz gut. Die hat beim letzten Gespräch fand die mich ganz gut. Da, da, da. Bauer, Bauer, Bauer. Warte mal, wir haben noch einen. Wir haben einen Typen hier, den mögen wir doch eh nicht. Was ist denn mit ihm? Bauer? Hau ihn um, Mann. Nee, Bauer. Nee, wir haben einen, den mögen wir. Ja, das war der Typ. Faustkampf! Der Typ da. Faust! Der da. Kampf! Nein, Faustkampf. Mit dem blauen Hemd hier. Ja, mach ihn. Aber dann gleich Faustkampf. Bronco. Bronco aufs Maul! Bronco Salvatore ist da. Und er braucht einen Stock für Erol. Ratz. Boah. Jawohl. Schön gelegt. Okay, Bronco, ich glaube, der wollte Wegzoll von dir. Ne? Ja, kann ja, den haben wir leider schon mal geplündert. Ja. Dann läuft es auf einen Faustkampf. Auf einen scheiß Faustkampf hinaus. Faustkampf. Okay. Faustkampf! Das haut niemals hin. Wie? Ich kann echt Faustkampf bitte machen? Das Schwein wird totgefistet! Hallo? Danke, Harry! Das Schwein wird totgefistet! Zitat von Harry. Hier ist richtig derb! Okay, aber dann stirbt er ja nicht, ne? Was machen wir dagegen? Dann nehmen wir sofort, also wenn er am Boden liegt, dann haben wir ihn. Dann nehme ich die Waffe raus. Exakt. Ja. Okay. Das ist die heilige Regel des Faustkampfes. Ja. Okay, ich habe noch nie Faustkampf gemacht in dem Spiel. Ne? Ich bin echt nicht so geil da drin. Aber wird abgestochen. Wenn ich haue, was passiert denn dann? Okay. Dann wird es einen geilen Kampf geben. Ja, ist abgefahren. Moment, du hast ja noch eine Waffe equipped, ne? Also ja, du bist ja hier. Ach so, ja, richtig. Du bist richtig, ja hier schwertkampfmäßig. Dankeschön, unterwegs. Das hätte der in die Hose gehen können. Ja, ist einfach ein Experte. Und einmal noch Speicher vielleicht. Ja. Okay. Oh, das ist alles über safe. Das Spiel ist damit offiziell jetzt durchgespielt. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wird jetzt richtig spannend. Liebe Leute, seid ihr bereit? Ihr wisst, dass Erol trotz seiner Opferunkigkeit durchaus Stärketrainer war, Zeit seines Lebens. Ihr wisst, dass er ein Seemann war. Ihr wisst, dass in seinen alten, vermoderten Knochen noch immer unglaubliche Kraft innewohnt. Okay. Dass er vielleicht sogar den namenlosen Helden noch in den... in seiner epischen Ansprache unterbrechen kann. Und der Nebel duftet Dreck wirklich schmeißen kann. Ja! Bevor du ihn umhaust, ja? Ich habe noch einen Wunsch aus der Community. Ja. Ein Musikwunsch. Und den kann ich niemandem verwehren. Bist du mit deiner epischen Rede durch? Unterbricht die Musik nicht immer. Aber red weiter. Bist du mit deiner epischen Ansprache durch? Ja, nein, aber red weiter. Wenn du mit der epischen Ansprache durch sein solltest, werde ich die epische Musik ausmachen. Ja. Okay. Liebe Leute, es ist natürlich Zeit für eine fachgerechte. Wer weiß es? Für eine fachgerechte. Klopsöpfchen! Klopsöpfchen! Guck dem Erol! Und jetzt hau ihm die Kette kaputt! Klopsöpfchen fucking Erol! Aber ich kann nicht miteinander gehen und nicht mehr. Egal, hau ihn um! Hau ihn um! Hau ihn um! Hau ihn um! Da ist ein Stein! Hau ihn um! Faustkampf! Aber? Faustkampf! Du gelabert! Hau ihn um! Aber wie geil, ich kann ihn nicht angreifen und sperren! So, jetzt kommt die Taste, Faustkampf! Ah ja! Ja, ja, ja! Jetzt alle gut! Okay! Klopfsäckchen! Ja! Ja! Unfähige Mädel! Mann, die bleiernde Bahn! Oh, das ist der richtige Herausforderung! Leck mich am Arsch! Der Herausforderer verschwindet der ganz eigene Play! Weiter! Ja, Alter, das ist mal. Ne? Also, das ist mal. Oh! Das hat 11 Gegner die Woche! Er darf sie nicht umbauen! Wie geil schon die Hälfte runter! Maximale Klopsäpfchen! Klopsäpfchen! Der Feroz! Auf die Fresse!
So, von hinten. Ja. Wer davon? Ja, sehr gut. Hand oder was? Alter, was geht ab? Ja, Feuer! 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 Wer davon? Hashtag nichts mehr in den Sack, ey! Kannst du auch ausweichen? Ja, ja. Sauber, sauber! Ja. Jawohl! Ja! Was mit einer neuen Pflegeversicherung? Ja. Heinrich! 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 Okay, okay. Das ist der Endgegner, Alter! Heinrichen! Ist er noch hinter dir? Nein, egal! Lass mal das Spiel ran! Nein! Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Dieses Schwein immer von hinten! Oh, Scheiße! Der verpumpt uns doch, Leute, Drecksau! Kann nicht sein, ey! Ein Königreich mit Glückslot! Der kommt schnell! Halt, 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 halt da! Ah, von vorne. Von vorne, es ist die maximale Klopsetzen, Leute. Ah, okay. Okay. Jetzt, hör auf! Nein, der Zimmer! Was ist denn los mit dir? Ey, du verträgst zwei, drei Schläge! Heil dich, heil dich! Kann aber, nee, das ist gefährlich. Hast du einen Spiker? Ja, nee, nicht. Deiner Spiker jetzt. Das ist nämlich eine sehr prekäre Situation. Aber wenn ja, wir, Leute, Zeit für die Szene. Im Engel. Lecky, lecky. Yes. So. Ventry auf. Oh! 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 Heil dich! Erstmal Wölkstoff. Sehr gut. Läuft. Leute, einfach kurz verschnaufen. Oh, Alter, ey, dieser E-Roll! E-Roll ist der wahre Endgegner. Was für ein mieser Fucker, ey. Und viele Leute haben das nicht erkannt, jahrelang. Ja, warum steht er da schon wieder? Guck mal, da steht er noch. Ja, das ist so gut. Halt an, halt an, halt an. Heil dich, heil dich. Okay, Speicher ist super. So. Okay, und ich auf die Luzi. So, und dann gib ihn. Wahrscheinlich ist er jetzt wieder komplett geheilt. Meinst du? Geheilt, ja. Ey, der darf nicht geheilt sein. Vermutlich. Ey, wenn er geheilt ist, wird es sein für eine Kürzung. Das gibt's ja wohl nicht. Scheiß Cheater. Ich hab zwischengespeichert. Okay, ne, pass auf. Hol dir den schweren Ast, der da lag. Verstehst mich, das ist passiert. Wo ist die Waffe? Der steht da wieder. Ist er schon, ja. Ja, ist schon. Das ist der Arme. Ja, nee, also das ist ja. Nein! Nein! Ey, das hat keiner gesehen! Das hat keiner gesehen! Okay, gut. Okay, Leute. Aber er hat auch eine Waffe. Wir müssen jetzt einmal. Er hat auch eine Waffe. Wir sammeln uns. Er hat eine Waffe. Und schmieden einen Plan B. Ja, Plan B. Ich hab dort im Feld einen schweren Ass gesehen. Rahari ist der Man. Da war ein schwerer Ast mitten im Feld Richtung Bronco-Asi. Okay. Alles da war klar. Ein schwerer Ast. Alles klar. Liebe Leute, schwerer Ast ist okay. Ich weiß, über den Faustkampf. Okay. Aber schwerer Ast ist okay. Wo ist er denn? Ach, da. Warte, genau, jetzt etwas weiter rechts halten. Ja, okay. Genau, Richtung Bronco musst du wieder. Aber immerhin hast du den noch am Arsch kleben. Ja, das war eigentlich ganz gut. Man könnte fast weiter Faustkampf probieren. Ja, warum nicht? Ja, aber noch liegen mit so wenig Lebensenergie. Wir müssen erst abschütteln. Ja. Man kann irgendwie nach hinten gucken, ne? Wie geht das nochmal? Ich hab nicht gesehen, dass E-Roll hier irgendwen umgebracht hat. Wie geht nochmal der Rückspiegel? Heilig, das schaffst du. Der haut mir den Rücken, wenn ich nicht heile. Nein, aber ist egal, du kannst noch zwei Schläge einschalten, das schaffst du. Hier, so, jetzt. Trinker! So, und jetzt, Klopp-Selbstschläge incoming. Ah, läuft! Wo ist er? So, wo ist er? Ja, tschüss. Und was hat der für Moves drauf? Wow, der steht wieder vor deiner Hütte. Das ist ein mieses Schwein. Ey, das gibt's doch nicht. Ey, das muss. Tim, wie groß ist dein Hass auf E-Roll? Mega cool! Spiel. Wie groß ist euer Hass auf E-Roll? Der schwere Hass ist weiter links von dir. Dort für E-Roll. Okay, jetzt reicht's mir. Okay, das ist Okkultismus. Das geht nicht mit rechts links zu. Genau, lauf da mal ein bisschen weiter geradeaus. Dieser fiese
Dieser okay, irgendwo hier in der Area lag der schwere Ast. Vielleicht kann der Chat helfen. Ich weiß es nicht genau. Liebe Leute im Chat, wisst ihr, wo der schwere Ast liegt? Ja, mit Boxen ist schwierig, sagen wir mal so. Ah, wie der mir hinten dran hängt an den Fersen, du. Wir sprechen uns. Ja, wir sprechen uns gleich. Dieses Arschloch, das ist unfassbar. Mann, Mann, Mann. Die ganze Boshaftigkeit. Ich dachte die ganze Zeit, vielleicht ist er ja gar nicht so schlimm. Das ist ein mieses Schwein und ich aber bin ich sehr muss froh. Ich muss feststellen, er ist hinterhältig. Er ist hinterhältig, er ist nicht ehrenhaft. Ich versuch den aber auch wirklich mit Boxen. Ja, nein, nein. Das siehst du, aber es muss splattern, exakt. Das muss splattern? Splatter muss das. Okay, wir finden keinen Ast. Scheiße, ey, der war da irgendwo, oder aber in der, sorry. In der Hütte oder in der Bude da. Ihr habt den ganzen Scheiß verkauft, ne? Ja, an Bennett wahrscheinlich, ja, oder? Ja, bestimmt. Wir haben bestimmt länger Äste verkauft. Und der ist wir wussten nicht, dass Äste so wert sein können. Fester hat einen schweren Ast. Fester hat einen Stock. Fester? Jo. Wo ist Fester? Das müsste der Dude sein, den ich schon mal verprügelt habe. Da rechts, oder? Ja, auf der Straße hier, stimmt. Die haben einige ich weiß es auch nicht mehr. Harry, wen haben die noch stimmt, nicht verprügelt? Der hat einen Ast, weil ihm die Axt abgenommen haben. Ja, deswegen hat er einen Ast. Chat, ihr seid schlau. Ihr seid schlau. Und super Chat. Auch schön. Exakt. Okay, warte, ich muss mir kurz mal wieder ein Schwert anlegen. Okay, wir machen das so. Und dann ich will mal die, wollen wir auch um 1 Uhr. Ja. Es ist mittlerweile 1 Uhr. Ihr seid noch so zahlreich in diesem Stream. Ich fasse es nicht. Ihr habt echt alle... Ihr wisst alle, was gute Unterhaltung ist. Ey, die sind doch alle am Start. Die sind alle am Start. Viele, viele sind am Start. Ey, geilster Chat ever hier. Okay. Guck ist das Fester an. Hier vorne? Können wir ein bisschen Todesmusik? Tod dem Fester. Wir brauchen deinen Stock. Wir brauchen deinen Stock. Schnell. Jetzt geht's los. Wir brauchen deinen Stock. Stock. Okay, reicht. Danke. Stock. Rium. Okay, danke. Das war's. Ja, mit Stock. Da ist der Stock. Ja. Danke. Wir haben uns den Stock geholt. Also ich muss ja sagen, ne, ich hätte nicht gedacht, dass das so eine große Nummer wird. Ja, ganz ehrlich. Ja. Ja, aber unser Hass ist groß. Ja, Errol ist echt ein Arschloch. Er ist wirklich ein Arschloch. Leck mich an eine Füße. Ihr habt ihm die Arschlochigkeit. Kritiker waren sich lange nicht meine sicher. Meine Fresse. Aber der Entwickler selbst sagt, ja. Errol unglaublich. Die Saat des Bösen, die ihr gesät habt, ist aufgegangen. Ja. Ist aufgegangen. Ja. Es ist danke. Wirklich schlimm. Ja. Möchte dich anfassen. Hinterhältig. Kann sich selbst heilen. Kann sich beamen. Ist alt und gemein. Ja, ich weiß. Ich bin gepanzert. Okay, ein bisschen noch Supernebel. Dann frage ich nochmal in die Runde. Ist es okay, wenn wir gleich noch eine kleine Klopception anbieten? Round 2? Ja, sicherlich. Ja, absolut. Okay. Exakt. Nochmal ein bisschen Nebel. Ist es okay, wenn ich... Oh, ja, okay. Ist es okay, wenn ich blocke? Darf ich blocken oder ist Blocken das alles. Hauptsache, der wird Hauptsache, jetzt mal... Hauptsache, du hast den scheiß Ast ja, tot. Ja. Wo ist der Ast? Ich sehe den Ast nicht auf meinem Rücken. Zieh ihn nochmal. Ich habe ihn gedroppt, warte. Da ist er doch. Okay, ist er doch. Hier, das ist mein Knüppel hier. Ja, du hast einen Knüppel. Zauberst ihn aus der Hose und ziehst ihm einen neuen Schein. Ja, okay. Läuft. Harry, Alter. Nice drop. Yes. Okay. Okay, Klopception incoming, liebe Leute. Okay. Errol, bist du da sauer auf mich? Und jetzt auf die Fresse! Alter, wir sind vor die Waffe ziehen. Der Raikor! Jetzt reizt mehr! Ja! Das ist so einfach. Da guckst du dumm, Errol! Komm, die Sau, oder? Jetzt ein Faustkampf. Komm! Faustkampf? Nein! Hau ihn um! Ist allein! Es geht aber auch! Der ist nicht! Okay, jetzt reicht's wirklich. Komm, auf den Weg. Komm, zack. Nein, auf dem Feld, Ich will dich nicht umbringen. Nicht im Schild. Okay, nicht im Schild. Auf dem freien Feld wollen wir sie auf der Straße. Auf der Straße. Ja, alle sehen. Damit jeder weiß, wer dort abgeschissen ist. Oh, Errol,
Stock. Irgendwas verbrennt hier zu gerade. Viel. Hast du sich gefallen? Achso, oh. Das ist eine gute Idee. Dieser Ehre. Ein schlimmer Mann. Jetzt eine ist solche Geschichte. Mein Stock in sein Herz hinein. Und schon liegt Erol unter der Erde. Erol, nun bist du tot. Oh, Erol, Erol. Und jetzt bist du ja. Erol, der abgebrannt ist. Feuer, Stöcke, alles besiegelt dein Ende. Du zerfällst zu Staub. Okay. Warte. Und nun bist du Geschichte. Im Gespräch und von hinten zu schlagen, du Wichser! Ja! Hey! Okay, liebe Leute. Dann Timo, einmal kurz ohne Effekte. Man sieht, kannst einmal das Fenster aufmachen, man sieht gar nichts mehr. Ja. Ich brauche einmal kurz ein bisschen Durchblick fürs wirklich maximale Ende. Ich mache mal kurz den Ingame-Sound aus. Dass man hier auch so ein bisschen. Aber es riecht nach Kirsche. Es riecht sehr gut nach Tutti Frutti, Konzentrat. Yeah. Man sieht, Erol hat jetzt gelitten. Er ist auch wirklich hier gestorben gerade. Fantastisch. Nochmal ganz ernst. Leute, ihr habt uns jetzt ein Jahr supportet. Also ihr da, die gerade zuschaut. Ein Jahr seid ihr am Start und seid immer sehr freundlich und sehr nett. Ja. Und wir haben in diesem Chat, den wir hier immer angucken, immer nur Liebe erfahren und kein Hass und sowas. Und das ist sehr wichtig und nicht selbstverständlich. Ja. Und deswegen auch mal, glaube ich, im Namen von dir auch, von uns beiden nochmal vielen Dank, dass ihr die ganze Zeit dabei wart. Es ist die Welle, auf der wir so geritten sind. Ja, die exakt. Ganze Zeit. Also, ihr müsst nicht denken, dass wir nicht anderes zu tun hätten, als hier zu sitzen. Nee. Wir haben tatsächlich auch noch einen Job nebenbei und wir haben das hier immer gemacht, immer noch obendrauf, immer noch 8 Stunden mehr gearbeitet und hier gesessen und sich mit uns mit Nebel verseucht und uns mit Ballerbrause zugeballert. Das war echt schmerzhaft. Und wir haben das alles gemacht, weil ihr gesagt habt, geil. Und darauf sind wir gesurft, vor allem du. Und, ich bin der Chat-Surfer, ja. Du bist der Chat-Surfer. Mhm. Und deswegen, hammergeil, geiles Spiel, geile Leute und wir werden das irgendwann wieder starten. Wir brauchen jetzt einfach eine Pause, glaube ich. Ja. Auch für die Gesundheit und so. Aber es war sehr, sehr schön und auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Timo und die Crew oben in der Regie, die auch hier hoffentlich nicht zu kurz kommen immer mit Liebe. Steffen, der Meister, Timo und Paul natürlich nicht zu vergessen und Dell, der auch mal dabei ist. Nice Arbeit, vielen Dank. Und schön. Und Scheiß. Ein langer Applaus für die Runde da oben. Dann freut es mich umso mehr, dass wir heute Abend nochmal hier musikalische Gäste gehabt haben. Ja. Von Tomb of Giants, ja. Richtig geiler Job. Großartig. Wahnsinnig geil, belebt das Ganze. Und ich meine, welches Let's Play kann von sich behaupten, dass man eine Liveband beim fucking Let's Play dabei hat? Kein fucking Let's Play kann das von sich behaupten. Wirklich kein, ich glaube auch kein. Punkt. Ich glaube keins, Punkt. Tim, danke, dass du da warst, heute mal aushelfen. Der Tim! Tim! Er ist ein Superstar, jetzt noch im Keller, morgen schon in der O2 Arena. Ihr wisst es ganz genau, wir haben ihn noch günstig gekriegt, morgen wäre es schon unmöglich gewesen, ja? Also. Exakt. Ja, und so. Natürlich auch an euch beide. Ihr habt ein geiles Spiel abgeliefert, wir feiern das. Also schön, dass ihr heute vorbeigekommen seid, so einfach so kumpelmäßig. Ja. Harry, wir haben telefoniert, du hast gesagt, ja, ich frag den Björn mal, ob es für euch eine kleine Schnitte gibt. Oder. Und dann seid ihr gekommen, wir haben ein schönes Geschenk jetzt hier vorbereitet. Also für die Community habt ihr mitgebracht, es geht raus. Ja, machen wir es kurz. Wir haben zu danken, dass wir hier sein durften. Ja. Vielen, absolut. Vielen Dank. Beste Bros. Geil. Hammer. Ja, ich glaube, willst du noch was sagen? Nichts Besonderes. Ich finde es irgendwie lustig, die Piranha Bytes, wir waren ja bei denen zu Besuch und das ist eine Familie mit einer fehlenden Putzfrau, genau wie hier auch, dieser Laden so. Und ich finde das so sympathisch, wie Leute, Menschen zusammenfinden, ihr zu uns, wir zu denen und so.
Und ja, ein bisschen gerührt kann man ja mal sein. Absolut. Und ja. Bevor wir jetzt ganz rausgehen, ein Lob bitte noch für dieses geile Poster an Robin, der wirklich, ich habe schon öfter erlebt. Das aber, Poster von Robin. Aber das, er hat wirklich jetzt auch, das muss man auch mal erwähnen, das war jetzt auch nicht in seiner Arbeitszeit. Er findet das Let's Play so geil, dass er sagt, ey, ich mache das einfach auch on top. Mhm. Und er hat echt was so Krasses abgeliefert, dass jetzt die Grafikabteilung sagt, ey Robin, eigentlich musst du bei uns arbeiten. Ja, sie wollen ihn abwerben. Sie wollen ihn intern, intern abwerben. Ja, das verstehe ich. Das ist einfach sehr, sehr nice und von daher, da ist er doch schon. Jawohl, super Arbeit. Hey. Und wir... Ich freue mich, dass so ein Büro dann, hängt zu haben. Er hat seine Haare auf meinen Kopf gepflanzt, wenn ihr nochmal zurückschaltet. Es ist seine Frisur. Es ist, er hat sich selbst fotografiert. Ich das er möchte okay. Teil dieses Let's Plays sein. Er hat seine Frisur geopfert für mein kahles Haupt. Ja, das fand ich fabelhaft. Nervt uns, wenn ihr einen Poster haben wollt. Vielleicht geht da was. Aber ja. Ey, das machen wir später. Ich glaube, wir haben viel jetzt auch nochmal gedankt. Und mit diesen Worten kann man sich, glaube ich, auch verabschieden von so einem Let's Play. Und wenn ihr alle cool drauf seid, würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns wieder irgendwann. Und das war ein schönes Jahr. Vielen Dank. Bis dahin, Leute. Kein Metal mehr? Natürlich kommt Metal. Alles klar. Kiss with Metal! Yeah!